Mir geht's hervorragend, Bruder. Es gelobt sei Jesus Christus, Al-Messi forever. Jules, ich küsse dein Herz auch. Ich küsse dein Herz auch. Glaube, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön fürs Team Herzklauen, Leute. Dankeschön. Hey, Mickey Montana, Angelo, Yeshua, hey. Jetzt sind alle da. Guten Morgen, Gottes Segen. Very beautiful, very beautiful, very beautiful. Everyone is in the house. Angelo, komm hoch, Bruderherz. Guten Morgen, liebe Sorgen, guten Morgen, Sonnenschein. Ui, ciao Angelo, Ja, Gottes Segen, Bruder. gut geht's uns, Angelo. Und dir? Bruder, da sieht man mich auch. Gut, Bruder, Ja, Herz, Mensch. Arbeit wie immer, du weißt. Ja. Ja, jetzt am 11.11. ist Debatte, ne? Zwischen dem Bruder Daniel von Strenggläubig TV und Tauhid bezüglich der Kreuzigung, Jungs. Wird Der Kreuzigung, hochinteressant. oh. Wurde Jesus gekreuzigt? Ja, der wird die Kreuzigung niemals widerlegen, weil die Kreuzigung ist historisch bewiesen und das ist ein Knockout eigentlich für ihn selbst, aber okay, ich bin gespannt. Ja, Bruder, jetzt, ich sag dir nur so, das Einzige, mit was sie kommen können, sind entweder gnostische Schriften, das sind also von Sekten aus den frühen Jahrhundert, oder irgendwelche, ich sag mal, Strohmann-Pseudo-Argumente von Ja. irgendwelchen angeblichen Gelehrten, die irgendetwas sagen, wo man sagt, man könnte es in Frage stellen. Aber, Ja. Bro, es ist anerkannt von allen Kritikern, dass wenn eine Richtig. Sache Fakt ist, dann ist es die Kreuzigung unseres Herrn Jesus Christus. Also im Endeffekt, der hat sich da keine leichte Aufgabe gemacht, aber ich respektiere ihn dafür, dass er sich der Aufgabe stellt, weil da gehört schon viel Mut dazu, sich in dem Thema zu beweisen zu wollen. Weißt du, was ich meine? Adele, Heftig. die Leute Ja, sind hier Angelo, eskaliert. Chillt, Leute, mit den Geschenken. Chillt. Ich küsse doch eure Herzen, Angelo. Angelo, Sie müssen zuerst mal klären, Angelo, in Sure 457, wo es um die Kreuzigung geht, es steht im ersten Satz, wir haben El Messias getötet. Da reden die Juden. Aber die Juden haben nie Dann hätten sie nicht den Herrn Jesus gekreuzigt. Christus. Nein, der Name Messias hätte da nicht auftauchen Ja. sollen, weil sie haben Meine ich ihn ja, ja da nicht hätten als sie ja Messias niemals erkannt. gekreuzigt. Wenn sie Richtig, geglaubt hätten, dass genau. er es ist, hätten sie ihn niemals gekreuzigt. Aber da gibt es auch wiederum, das habe ich auch schon oft gebracht, Claudio, darauf haben sie halt auch Antworten. Ja? Ob die Antworten jetzt zufriedenstellend sind, ist jetzt eine andere Sache. So, aber es ist halt, so, man kann immer drehen und wenden. Weißt du, was ich meine? Aber weißt du, welche Frage ich Angelo. eher stellen würde bezüglich der Kreuzigung? Ja. Und das ist für mich ehrlich gesagt die Sache, worauf ich bis heute in den 7 Jahren, seitdem ich hier das mache und seit 4 Jahren Apologetik, worauf ich bis heute keine Antwort bekommen habe. Und zwar, also jetzt gehen wir mal davon aus, Jesus Christus wurde wirklich nicht gekreuzigt. Jetzt sagen wir mal, Jesus Christus wurde ausgetauscht am Kreuz, ja, und es erschien ihnen nur so, dass er es war, ja. Und vor allem, Angelo, es erschien ihnen nur so. Warte, Bruder. Jetzt kommt die heftigste Frage, die du je gehört hast bezüglich der Kreuzigung. Weil das ist eine Frage, wenn du da nicht zum Zweifeln kommst, dann stimmt etwas nicht mit dir. Und zwar, jetzt sagen wir, okay, es erschien ihnen nur so. Jetzt werden wir Christen Götzendiener genannt und wir Christen, sie sind irregeleitet und was auch immer. Okay, jetzt ist meine Frage. Wir haben zwischen Kreuzigung und Mohammed knappe 700 Jahre. 750, 770 Jahre, so ungefähr. Ja, das Ungefähr. sind, mein Freund, nur mal so, ja, von uns, keiner kann uns auch sagen, was doch vor 200 Jahren war. Wir reden hier Richtig. über dreimal so viel. Ja, Mann. Ja, Was Mann. hat Allah in diesen 600, 700 Jahren dagelassen als Rechtleitung, dass die Menschen nicht glauben, dass er gekreuzigt wurde? Er ist ein Das heißt, Jahil. mit anderen Worten, Bruderherz, Ja. 2,3 Milliarden Menschen gehen verloren, weil Isa ibn Maryam ein Versager war. Weil er hat Richtig. nichts gebacken bekommen. Die Botschaft, die er brachte, gibt es nicht mehr. Die gab es schon im ersten Jahrhundert nicht mehr. Ja, Richtig. seine Kreuzigung hat nur so ausgesehen. Wie als hätte ich meine Frau betrogen und sage, Schatz, ist nicht, wonach es aussieht. Das So. erschien Ihnen Genau. Ich sag, Schatz, es erschien nicht. dir nur so. Ich habe dich nicht betrogen. Ja, so. Dann haben wir, also erstens, Isa ibn Maryams Botschaft ist verloren gegangen. Zweitens, Gott konnte sein Wort nicht halten. Drittens, Gott hat sich 700 Jahre lang Zeit gelassen, um den Ja. Menschen recht zu leiten. Gibt es dann Ja. Hadith sogar, wo Allah ein Bett hat? So, das heißt für mich, dass Allah in den 500 bis 600 Jahren, Bruder Herz Angelo,
Der hat geschlafen. Ja. Allah ist ein Jahil. Der hat so viele in die Irre geführt, okay? So viele Generationen, ja, in die Irre geführt und kommt irgendwann mal, okay? Und sagt, ja, das ist die wahre Religion. Daran Wahnsinn. Merkt man, dass Allah ein Jahil ist. Ganz weißt du, was das Interessante ist, Bruder Herz? Guck mal, das Interessante ist, Bruder Claudio und Flex, sie sagen ja, also sie gehen davon aus, dass der christliche Glaube ein Update vom Judentum ist und dann der Islam das letzte Update ist. Das Problem ist aber, wir Christen haben nichts geupdatet. Jesus Christus hat nichts Neues gebracht. Nichts. Jesus Christus hat es erfüllt und er hat die, ich sag mal so, die wahre Deutung dessen aufgezeigt. Denn es steht geschrieben im 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist. Wofür? Damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus Christus ist gekommen, um uns Aufschluss zu geben, Gott überhaupt erst zu erkennen. Und dieser Gott hat sich nicht verändert. Und dieser Gott hat nie irgendwas Neues gebracht, sondern Jesus Christus hat nur aufgeklärt. Und dann auf einmal, nach 700 Jahren, ja, oder wenn wir nach der Tora gehen, nach 3000 Jahren, kommt auf einmal jemand und sagt, ja, nee, der Name Yahweh, das bin ich nicht. Egal, ich habe 99 Namen, Yahweh ist keiner davon. So, ja. Und ich habe jetzt Mohammed und jetzt kommt auf einmal Jibril und wirkt irgendwelche Menschen und sagt, er hat nur so ausgesehen. Digga, wo sind wir hier? Nein. Ja, mit einem Vers vor allen Dingen. Ne? Ein Vers soll das ganze Christentum widerlegen. Aber Flex, warte, ich muss dem Angelo kurz das sagen. Ich weiß nicht, ob er das weiß, was ich heute wieder rausgefunden habe, beziehungsweise vor ein paar Tagen. Du weißt doch, im Koran hat eine Ziege zwei Verse gegessen. Die sind ja verschwunden. Das habe ich gehört, ja. So, jetzt pass auf. Du kennst doch die Komoranrollen, wurden ja 1947 gefunden. Weißt du, wer die gefunden hat? Weißt du, wie der hieß? Das ist ja schon mal die Ironie pur. Ja, der hieß Date so, auf Mohammed. Ja, der heißt genau Mohammed Ebdi. Ich kenne das, war doch irgendwo in Türkei, oder? Nein, in den Komoranrollen ist das. Aber wo wurde das gefunden? Ägypten, Bruder Herz. Aber jetzt pass auf, Angelo, das Krasse, nicht nur, dass er ein Moslem war, das Krasse ist, er hat eine Ziege verloren, die in dieser Höhle drin war. Und damit er diese Ziege wiederfindet, und aus der Höhle rauslockt, hat er Steine geschmissen. Und diese Steine sind auf dann diese Tonkrüge gefallen, da wo die Komoranrollen versteckt war. Überleg mal, im Koran frisst eine Ziege die Verse und bei uns findet eine Ziege die verlorenen Schriften der Jesaja-Rolle, die knapp 50 bis 250 vor Christus waren. Um zu bestätigen, dass die Bibel nicht verfälscht worden ist. Weil bis dato hatten wir die Bibel schon fast 2000 Jahre. Und die Schriften des Alten Testaments. Ja, geil, oder? Allah. Aber ey, Flex Bro, hast du vielleicht einen Koran bei dir oder so? Leider zu Hause. Ich bin jetzt gerade. Ich kann mal was zitieren für die, die mir nicht glauben. Schlagt nach. Du kannst es gleich zitieren. Ich möchte nur was vorlesen. Okay? Guck mal, in Sure 8, Vers 23. Wenn wir jetzt hier lesen. In Sure 8, Vers 23 haben wir ja einen Vers, wo hier drin. Ist ein schöner Vers, finde ich sogar, ja? Oh, ihr, die ihr glaubt, hört auf Allah und den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kein Problem. Hört sich gut an. Warum denn nicht? Ich meine, er ist Gesandter Gottes. Aber wieder rundherum finden wir in einem authentischen Hadith, ja, Sahih al-Bukhari 6307, I heard Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam saying, by Allah, I ask for forgiveness from Allah and turn to him in repentance more than 70 times a day. Also ich soll jemanden folgen, der aber 70 Mal am Tag um Vergebung bittet. Leute, überleg mal, Angelo, Bruderherz, 70 Mal am Tag bittet er um Vergebung in diesen Hadith. Okay, das ist sogar sehr authentisch, das ist ein Sahih, ja. Aber wieder rundherum, ja, in Sure 8, Vers 23, folgt dem Gesandten und seinen Worten. Aber die Frage ist, wie soll ich jemanden folgen, der 70 Mal am Tag um Vergebung bittet? Ja, also auf jeden Fall können wir mir das parallel zu Jesus stellen. Keine Chance, Bruderherz, aber wir müssen fair bleiben, weil selbst die Propheten des Alten Testamentes waren auch nicht alle sauber, Bruderherz. Prophet David. Na klar, absolut, gebe ich dir vollkommen. So, wenn du dir die Psalmen durchliest, Bruder, redet er ja auch so, weißt du, das zeigt von Demut. Aber ich verstehe ganz genau, was du meinst. David sagte, nirgendwo folge mir nach.
in meinen Sünden oder in meinen Taten. Aber wenn wir sagen, dass Mohammed der beste Mensch ist, ja, da haben wir aber ein Problem. Weil wenn du jetzt sagst, hier 70 Mal, aber ey, kurz eine kleine Frage. Sagen nicht Muslime immer, dass alle Propheten auch Muslime waren? Das sagen sie alle. Und sie sagen ja auch, dass Jesus Moslem war, oder? Das ist so traurig, wenn ich das schon höre. Ich habe letztens was gefunden. Das wird mir so schlecht, wenn ich das höre. Sure 6, ich glaube Vers 113. Wenn nicht, schicke ich ihn gleich nochmal rein. Wir lesen das sogar vor. Warte, wir lesen das vor. Weil, wie gesagt, nur die Wahrheit. Hier wird nicht gelogen an diesem Tisch. Warte, Bruder, ich guck kurz, welcher Vers das war, damit ich glaube. Aber Sure 6, 100%. Alles klar, alles klar. Sure 6. Sure 6, Vers... 163, okay. Allah... Also eigentlich müsste man das auf Arabisch lesen, aber gib ihn, auf Deutsch geht's auch. Auf Deutsch geht's schon, das geht schon, das geht schon auf Deutsch. Ganz kleinen Moment, Sure 6, Vers 163... 163, genau, Bruder Herz. Allah. Kann sein, dass der Empfang ein bisschen weggeht, aber ich bin gefahrlich im Tunnel, aber wird schon passen. Er hat keinen Teilhaber. Dies ist mir befohlen worden und ich bin der Erste der ihm Ergebenen. Weißt du, was da auf Arabisch steht? Ich bin der erste Muslim, sagt Muhammad. Aber wie geht das denn jetzt, wenn alle davor Muslime waren? Hä? Oder habe ich was verpasst? Stimmt, also wenn du hier liest, er hat keinen Teilhaber, dies ist mir befohlen worden und ich bin der Erste, der ihm ergeben. Okay, ja, okay, das passt schon zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bin, Muhammad ist der Erste, der Allah ergeben, also Gott ergeben, Allah also ergeben Muslim ja. ist. Er ist der Erste, also war Moses kein Moslem, Adam nicht, Jesus nicht, waren alles keine Muslime. Also warum sagen dann die Moslems, Jesus sei Allah ergeben? Weil hier steht ganz klar, dass er der Erste ist, ja, der Gott ergeben ist. Ja, hier in Sure 6, Vers 163. Siehst du, daran merkt man einfach nur, die lesen ihre Schriften nicht. Daran merkt man einfach. Also Anwar schreibt, der erste Moslem unter den Arabern. Denn bring mir ein Tafsir, der das erklärt, dass es Mohammed war, der erste Gottergebene ist unter den Arabern. Bitte bring es mir, Anwar. Das würde mich echt interessieren. Weil das steht hier nicht drinne. Das steht hier nicht drinne. Sorry. Das ist das, was ihr sagt. Das ist das, was ihr sagt. Aber hier steht was ganz anderes. Ne? Ja, aber es passt ja schon nicht. Das verwenden sie gegen uns, ne, dass Jesus Christus zum Vater betet. Das zitieren sie, wie kann Jesus seinen Vater anbeten? Aber wenn du ihnen sagst, ja, aber Allah hat überhaupt keine Söhne und wird nicht als Vater anerkannt, dann wie soll er dann Moslem sein? Katastrophe. Naja. Ich finde das sehr gut, dass Angelo mir diesen Vers gezeigt hat, weil Mohammed war der erste Gottergebene, also sozusagen der erste Muslim. Ja. Oh, Angelo ist, glaube ich, rausgeflogen. Ja. Hier schreibt einer, die Araber waren doch Götzendiener vor der Offenbarung vom Koran. Ja. Aber die Wahrheit möchte nicht jeder hören. Das ist das Problem. Ne? Also, sobald man das sagt, ist es gleich Hetze. Ja. So ist das. Ja, Bruderherz, Claudio. Ja. Über was wollen wir denn sprechen? Also, ich habe hier, wie gesagt, den einen Vers, wo ich ja vorgelesen habe, wo Allah selber sagt, nee, halt. Oh, die ihr glaubt, gehorcht Allah und seinem Gesandten. Okay? So. Wenn wir jetzt den Hadith lesen, hat er 70 Mal um Vergebung gebeten. Ja? Und hier hat einer geschrieben, dass es um die Umma geht. Ja? Aber erstens, wenn wir das Wort Vergebung nehmen, Bruderherz Claudio, was verstehst du unter Vergebung? Bitte erklär's mir perfekt. Weil die Leute lieben es ja gerne, die Sachen zu verdrehen. Also die Pharisäer, die verdrehen ja gerne die Sachen. Erklär mir mal bitte, was Vergebung heißt.
Also für mich heißt Vergebung, wenn ich irgendwas Schlimmes getan habe und es bereue. Lauter, und lauter, dass die Leute das hören. Vergebung bitten, wenn man was getan hat? Wenn man was Schlimmes getan hat und ich es bereue und um Vergebung bitte. Für die schlimme Tat, die ich begangen habe. Ja, das ist hart. Ja, aber Anwar, ganz, ganz kurz, im Koran steht klipp und klar, dass Isa der Einzige ist, der sündenfrei ist. Also muss zwangsbedingt jeder andere Mensch, und Mohammed war auch ein Mensch, ein Sünder sein. Ansonsten würde stehen im Koran, Isa unter anderem ist einer der Sündlosen oder Sündfreien. Das steht aber nicht da. Der Einzige steht da drin. Der Reine, der Einzige. Ja, weil das Ding ist, Vergebung, ganz klar. Also wenn wir die deutsche Sprache nehmen, Vergebung. Ja, Vergebung ist, wenn du etwas getan hast. Ja? Das ist ja von einer Ich-Form. Ja, weil die Leute reden hier, ja, es ging hier um Vergebung in die Umma und etc. Steht aber nicht da drin, dass es um die Umma geht. Vergebung, Umma, etc. Weil wir haben eine Überlieferungskette, wo ganz klipp und klar drinne steht, ja, er hat 70 Mal am Tag um Vergebung gebeten. So, und Vergebung, wenn wir das Wort Vergebung jetzt rausnehmen, ja, und das jetzt besser erklären, Vergebung. Vergebung ist für mich ganz klar, wenn du sündigst, etwas Böses getan hast und du, wie gesagt, die Nähe zu Gott suchst und sagst, hey, oh Herr, vergib mir für das, was ich getan habe. Ja, und wenn er das 70 Mal am Tag macht, Leute, dann wacht doch mal ein bisschen mehr auf. Das ist doch ganz einfach zu verstehen. 70 Mal am Tag hat er das gemacht. Sahih al-Bukhari 6307. Leute, das sind nicht unsere Schriften, das sind eure Schriften. Und jetzt schreibt der eine, und was, wenn man nicht was Böses getan hat? Ja, aber er hat ja was Böses getan. Sonst würde er nicht 70 Mal um Vergebung bitten. Leute, das Wort Vergebung steht für, wenn du etwas Böses getan hast und du suchst die Nähe zu Gott und bittest um Vergebung. Oder wenn du, keine Ahnung, draußen etwas getan hast, du hast jemanden eine Schelle gegeben zum Beispiel und dann gehst du zu der Familie und bittest um Vergebung, hey, es tut mir leid, dass ich das getan habe. 70 Mal am Tag hat er das gemacht. Leute, verdreht nicht die Worte. Das ist ganz einfach zu verstehen, was Vergebung heißt. Und überleg mal den Unterschied, Flexer. Mohammed bittet um Vergebung und Jesus Christus vergibt Vergebung. Er sagt, bitte Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Guck mal den Unterschied. Richtig. Hier schreibt einer, zeigt Beweise. Ich habe tausendmal gerade diesen Hadith genannt. Ihr kennt nicht, ihr wisst nicht mal, was Sahih ist. Oh mein Gott, Bruder Herz Claudio, das tut mir schon weh, ich sag dir ehrlich. Die wissen, die kennen nicht mal diese Überlieferungsketten. Ich finde das so traurig. Und dann kommen sie hier in den Streams, beleidigen und sagen dann, nein, das stimmt nicht. Was ist das? Ich finde das so traurig, Mann. Ich finde das übel traurig. Also es mag sein, dass ich mich ab und zu mal über gewisse Dinge lustig mache und so, gebe ich sogar vollkommen zu. Aber wie kann man das nicht kennen, wenn man eine Religion annimmt? Wie kann man das denn nicht kennen? Anwar, welche Sünden hat Mohammed denn gemacht? Nochmal, im Koran steht doch klipp und klar, dass Jesus der Einzige ist, der rein ist, der sündlos ist. Wenn Allah, also glaubst du Allah seine Worte nicht? Da steht doch drin, der Einzige, der sündlos ist, der Reine. Also es ist zwangsbedingt jeder andere, ein Sünder, jeder. Richtig. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Ansonsten widersprichst du gerade das Wort Allahs. Genau. Genau. Warum schreibt denn nicht, warum schreibt Allah nicht im Koran, Mohammed ist rein? Warum schreibt er das über Isa? Wieso schreibt er das nicht über Mohammed? Wenn er doch sündlos ist, wie du schreibst. Also Ibn Abdullah schreibt gerade, Flex, steht es dort, Mohammed bat um Vergebung, weil er gesündigt hatte? Also, ich lese es nochmal vor, gerne. Weil ich will hier nicht, dass es am Ende heißt, wir ziehen hier irgendwelche Sachen aus dem Kontext. I heard Allah's Messenger, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, saying, by Allah I ask for forgiveness. Bei Gott, ich bitte um Vergebung. Bei Gott, ich bitte um Vergebung. Leute, wer die deutsche Sprache nicht versteht, sorry, verlass den Stream. Weil hier sprechen wir Deutsch.
Nicht gebrochenes Deutsch, hier sprechen wir ganz klar Deutsch. Simple. Simple to understand. Okay? Mehr muss man dazu weiterlesen. Nicht sagen. Das schreibt ja? einer weiterlesen. Da schreibt einer weiterlesen. Ib okay. Abdullah. By Allah, I ask for forgiveness from Allah and turn to him in repentance more than 70 times a day. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Egal. Das ist mehr als nur gesagt. Mehr muss ich gar nicht sagen. Mehr muss ich gar nicht sagen. Leute, mehr muss ich nicht sagen. Es steht da drinnen, Leute. Leute, es mag sein, dass ich mich wirklich über viele Dinge lustig mache, aber ganz ehrlich, ich bin heute etwas wirklich ernst. Ich bleibe heute ernst. Leute, nimmt es mir nicht übel. Aber es steht da drinnen, Leute. Ja. Mann. Shanks oder Shanks, komm hoch. Also ihr könnt gerne hochkommen, wenn ihr, guten Morgen, großer Rollo. Also wenn ihr diesen Hadith verteidigen wollt, ja, ich habe heute vier Themen, okay, dann könnt ihr vier biblische, kritische Fragen mir stellen. Das ist gar kein Problem, ja. Wenn jemand diesen Hadith verteidigen möchte, kommt hoch, bringt mir ein Tafsir, der das erklärt, warum er 70 Mal am Tag um Vergebung bittet. Ja, wenn es angeblich um eine Umma geht, ja, dann bringt mir ein Tafsir, der das erklärt. Das ist doch gar kein Problem. Ja, also ich habe sogar den Tafsir. Weißt du, was sehr, sehr lustig an der ganzen Sache ist? Ich habe sogar den Tafsir vor mir, der das erklärt. Sag doch mal die Hadith-Nummer, Flexer. Genau. Sag doch mal die Hadith-Nummer. Die Hadith-Nummer Sahih al-Bukhari 6307. Sahih al-Bukhari 6307. Und Leute, das ist authentisch. Sahih, authentisch. Authentisch. Mann, oh Mann, Dankeschön, Bruderherz. Ich küsse doch eure Herzen. Sahih, authentisch. Okay, gestern war welcher Feiertag? Kein richtiger Christ feiert Halloween. Kommt mir bitte nicht mit Halloween. Ihr seid wirklich, versucht doch gar nicht damit. Hört auf. Ja. Auch heute sollte man das nicht feiern, den Tag heute. Abu Junz, hier geht es nicht um Islam bekämpfen, sondern die Dunkelheit ans Tageslicht zu bringen. Und hier geht es nicht darum, ich gebe sogar zu, es gibt Tage, ich mache mich drüber lustig, aber ich bin einfach nur ernst. Ich bin ganz ehrlich, Mann. Ja, wir lieben euch. Wir lieben euch, auch wenn ihr aggressiv seid, sonstiges was. Unser Gott lehrt uns, euch zu lieben. Ja, ganz einfach. Ihr könnt noch so aggressiv sein, wie ihr wollt. Am Ende des Tages, ich sag euch ganz ehrlich, wir lieben euch trotzdem. Ja. Ganz einfach. Ja, ansonsten wir was ganz ehrlich. Egal, wie sehr ich mich über die Tage darüber lustig gemacht habe, was da drin steht, am Ende des Tages, ich bin ganz ehrlich, wir lieben sie trotzdem. Ja. Also, nein, machst du nicht. Doch, tue ich schon. Ja, Alimo, dich liebe ich doch sowieso, Mann. Übrigens, der Alimo ist auch Moslem und der weiß, ich habe ihn ja privat geschrieben, übrigens. Und wir werden uns bald treffen, Alimo. Ja, bald hast du Ärger mit mir. Alimo. Ja, Leute, wie gesagt, das ist eine Aufklärung hier in meinem Channel. Wer damit nicht klarkommt, ja, Leute, wer damit nicht klarkommt, Leute, dann kommt bitte nicht in diesen Stream. Wer das hier als kritisch sieht, wer das hier als ein Problem sieht, der braucht nicht hier sein. Hey, Keanu, sag mal, Keanu, ich habe dich gestern angerufen, geh mal ans Handy oder vorgestern, Mann. Was ist jetzt mit den RP-Gaming im GTA, Mann? Komm schon, schreib mal ein WhatsApp, Keanu. Ja, deswegen Leute, bitte, versteht das nicht falsch, aber das ist eine Aufklärung hier.
Und wer damit, wie gesagt, nicht Richtig. klarkommt. Auch für alle Christen, falls ihr die Bibelstelle nicht kennt, in Lukas 9, Ganz gut, Vers Bruder Erzclaudio. 16. Ganz kurz, Bruder Erzclaudio. Hier schreibt der Ram Gashi, rede doch über Christentum und nicht über Islam. Hast kein Recht darüber. Erstens, das ist etwas, was ich wirklich nochmals erwähnen werde und das sage ich nochmal. Wir leben in Deutschland, mein Freund. Ja. Wir können über das reden, was wir wollen. Wir sind auf deutschem Boden. Wir bewegen uns auf deutschem Boden. Wer sich nicht anpassen möchte hier in Deutschland, ja, und der meint, er müsste eine Ideologie ausleben, die hier sowieso in Deutschland nichts zu suchen hat. Ganz ehrlich, One-Way-Ticket, back to the roots, because this is Germany. Wir reden über das, was wir wollen. Hier kommt keiner zu irgendjemandem nach Hause und klingelt und sagt, hey, über das darfst du nicht reden. Das könnt ihr in Arabien machen. Das könnt ihr in den muslimischen Ländern machen. Aber das ist Deutschland. Hier können wir reden, unser Maul aufmachen, das, was wir wollen. Wenn wir eine Meinung haben, reden wir einfach drüber und fertig. Andere Ideologien, woanders ausleben, nicht hier in Deutschland. Das ist deutscher Boden. Ja, die Deutschen sind mittlerweile so ruhig, die sagen schon gar nichts mehr. Weil wenn die Deutschen was sagen, heißt es dann, er ist ein Rassist. Hat aber mit Rassismus nichts zu tun. Wenn die Deutschen einmal ihren Mund aufmachen, heißt es gleich, der Deutsche ist ein Rassist. Hat aber nichts mit Rassismus zu tun. Ihr Leute, ihr bewegt euch auf deutschem Boden und wollt hier ein auf ganz dicke machen. Leute, das funktioniert so nicht. Das ist nicht euer Land. Das ist nicht euer Land, Leute. Ich sag's noch einmal, das ist nicht euer Land. Gehört euch nicht, das gehört Deutschland. Die Deutschen müssen mittlerweile alle ruhig sein wegen euch, weil wenn die einmal ihren Mund aufmachen, heißt es gleich, der Deutsche ist ein Rassist. Hat nichts mit Rassismus zu tun, Leute. Das ist nicht euer Land. Das ist Deutschland, meine Lieben. Das ist Deutschland. Merkt euch das gut. So, jetzt, Claudio. Ja, jetzt muss ich den Vers nochmal so, also ich weiß den jetzt grob aus dem Kopf, ne? Es geht um den Tag heute, Allerheiligen, dass man jetzt die Gräber besucht und ja, seine Familien besucht, einen Gräber. Das ist nicht der Wille des Herrn Jesus Christus. Das sagt ganz klar Lukas 9, Vers 60, lasse die Toten begraben, vielmehr geh und verkünde das Evangelium. Da sagt ganz klar, der Herr möchte das nicht. Bist noch da, Claudio? Ja, klar. Hat man mich gerade gehört? Ja, ne? Kannst du das bitte noch mal sagen? Sorry, ich habe dich jetzt ganz schlecht gehört. Warte, ich schlag den Vers auf, damit ich den Satz richtig zitiere. Lukas 9, Vers 60, zum Tag der Allerheiligen. So, Moment, 50, 60. Genau, hier, so. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Das heißt, der Herr möchte gar nicht, dass wir den Toten hinterher trauen oder zum Grab gehen oder so. Er sagt klipp und klar, die Toten sollen die Toten begraben. Ne, und wir sollen eher das Evangelium bzw. das Wort Gottes verkünden. Also im Prinzip das, was wir jetzt gerade machen, Flexer. Statt am Gottes Grab Segen. zu sitzen. Fleck, ich Gottes wollte nicht Segen. stören. Ich dachte, du nimmst nur Muslime hoch. Ich wollte jetzt nichts. Also wenn du nur mit Muslimen sprechen willst, verstehe ich das. Ansonsten, ja. Hätte ich auch noch ein, zwei Sachen zu sagen, ja? Ja, ganz kurz. Der Essenger hat geschrieben: Flex, unterschätze nicht. Jeder, der deine irre Lehre annimmt und verbreitet, dafür wirst du aufkommen. Ich glaube, viele haben immer noch nicht verstanden, dass sie sich auf deutschem Boden bewegen und dass sie diese Ideologie woanders ausleben können. Aber ich glaube, diese deutsche Sprache ist sehr, sehr schwer für manche zu verstehen, dass sie sich immer noch auf deutschem Boden bewegen und sich dementsprechend zu verhalten haben. Naja. Ihr werdet auf jeden Fall gerade stehen irgendwann mal. Aber egal. Ja, irgendwann auf jeden Fall. Bruder, Irgendwann kennt noch. ihr die Sure 4, Vers 171? Wo der Koran eindeutig bestätigt, dass der Jesus Christus Gott selber ist im Koran? Ich kann es euch mal vorlesen. Sure 4, Vers 171. O Leute der Schrift, übertreibt nicht in eure Religion und sagt gegen Allah nur die Wahrheit aus. Al-Masih, Isa, der Sohn Mariams.
ist nur Allahs Gesandter und sein Wort. Nicht ein Wort, sein Wort, der er Maria entbot und Geist von ihm. Er ist der Geist von Allah. Was ist der Geist von Allah? Er ist Gott. Der Geist Allahs ist Gott selber. Es gibt keinen Interpretationsspielraum. Er ist Geist Gott. Dazu haben wir noch Sure 5, Vers 168, wo steht, siehe, diejenigen, welche nicht glauben und Unrecht tun, wird Allah nicht verzeihen. Entschuldigung, das war die falsche. Ach, hier ist es. Da spricht, also da sagt Allah zu Mohammed, sprich, o Volk der Schrift, ihr fußt auf nichts, ehe ihr nicht die Tora und das Evangelium befolgt und was zu euch herabgesandt worden ist. Also wir sollen das Evangelium befolgen. Nicht ihr sollt das Evangelium befolgen. Jetzt ganz kurz, Timotheus, ganz kurz. Grüß dich erstmal, Jungs. Rami Gashi, genau. Erstmal Gottes Segen. Und ich hoffe, du bist gut aufgestanden, hast gut gefrühstückt. Ich hoffe, dir geht's gut. Auf jeden Fall, super. Ja. Ich will nur kurz was sagen. Ich will noch was gegen dich sagen. Ich will dich nicht kritisieren oder angreifen oder sonst was. Okay. Das ist dein Recht, du hast Recht, du hast das dein Recht, über Islam zu reden oder sonst was, ne? Aber fang nicht jedes Mal an, wir sind auf deutsches Boden, wir haben hier das und wir haben dies und wir haben das, wir haben so. Fang nicht jedes Mal an mit dieser Politik, verstehst du? Guck mal, ihr seid alle Christen hier, normal, dass ihr diese Wahrheit nicht annimmt, was Muslimen sagen oder sonst was, weißt du? Aber fang nicht an, immer dieses ein deutsches Boden, deutsches Boden, deutsches Boden. Geh doch mal in dein eigenes Land. Geh doch da mal einmal so im Live zu reden. Wir schauen mal, ob du weit kommen wirst. In Ghana, also guck mal, Ramo, in Ghana. Ich heiße Ram, Ghana. Nicht Ramo, ich heiße Ram. Ram. Genau. Wenn ich in Ghana gehe, kann ich so viel reden, wie ich will, weil dort 70% bis 80% das Christentum herrscht in Ghana. Okay. 30% so ungefähr, 20% sind Muslime. Okay. Alles gar kein Problem. Aber in Ghana kann ich auf der Straße gehen. Christen? Ja, so ungefähr. Bei 70, 80%. Bei euch wird mehr, guck mal, wenn du mehr weißt über dein Land, bei euch wird mehr Satanismus gefeiert als Christentum. Ja, du meinst Voodoo, aber das, ja, wir reden hier gerade von den kleinen Stämmen. Ganz kurz, Ram. Du redest von den kleinen Stämmen, die praktizieren Voodoo. Jetzt sind das auf einmal kleine Stämmen aus Ghana. Nee, das ist nicht so. Aber das sind Traditionen aus Ghana. Diese Satanisten, es gibt in Ghana, Götzendiener, so wie in jedes andere Land, aber zu 80% gibt es... Warum fängst du nicht als erstes daran jetzt an, erstmal über diese Götzendiener zu reden, über diese Leute, die Satanismus anzureden? Die sind ja nicht verdammt. Die sind so oder so verdammt, ja. Dass sie eine ganz, ganz falsche Lehre verbreiten, das ist doch nichts Neues. Das wissen aber über Islam schlecht zu reden, ist dein Recht, oder was? Warte, Ram, bleiben wir erstmal bei einem Thema, weil du gemeint hast, ich soll aufhören mit dieses Politik über, ja, wir sind auf deutschem Boden, dies, das. Es ist aber leider die Wahrheit, weil es gibt teils, guck mal, ich gebe dir mal ein besseres Beispiel. Wenn ich jetzt in einen islamischen Stream gehe, ja, und ich gebe dir Brief und Siegel, ja. Die ziehen über den Christentum so schlecht her, beleidigen. Ja, warum? Warte doch kurz. Ich gehe einmal in diesen Stream rein, nie wieder wirst du mich in diesem Stream sehen. Okay. Ich gehe einmal rein und nie wieder. Ich gehe nicht immer wieder rein. Das heißt also, wenn diese Person streamt gegen den Christentum, ich gehe da nicht mehr rein, weil ich mir einfach denke, so, der juckt mich eh nicht, soll er doch machen, was er will. Okay. So. Aber einer, der ständig immer wieder zurückkommt, in meinen Kopf, er ist hohl. Okay. Er ist selber schuld. Warum? Wenn du das zu deinem Problem machst, wenn du das zu deinem Problem machst, bist du einfach nur hohl im Kopf. Ja, mehr kann ich dazu. Da gebe ich dir, recht. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn mir ein Stream nicht gefällt, ja, wenn mir dann ein Stream nicht gefällt, natürlich weiter. Hast du auch recht. Ist auch gar kein Warum? Thema. Aber, genau. Du musst mich verstehen. Guck mal, ich mach's ganz kurz. So ganz kurz, dann hau ich auch ab, weil ich wollte doch weg.
Ja, alles gut. Guck alles mal, gut. In Deutschland wird nur Islam kritisiert, Islam kritisiert, Islam kritisiert. Alles nur Islam ist immer alles Schuld oder sonst was. Ne? Mhm. Siehst du irgendwo in islamischen Ländern, wo Christentum kritisiert wird, obwohl ihr in diesen islamischen Ländern Urlaub macht? Wartet doch mal bitte, lass mich mal bitte aussprechen. Lass mich mal bitte aussprechen, ich habe dich auch aussprechen lassen. Obwohl ihr Christen oder alle andere Religionen auch nach Saudi-Arabien oder Dubai oder sonst was islamischen Ländern Urlaub macht, warum kritisiert ihr dann so welche Länder oder so welche Religionen? Verstehe ich nicht. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Absolut. Ich kann dich auch vollkommen verstehen, klar. Aber wie gesagt, die Lehre ist nicht richtig. Da gehen wir wieder Richtung Debatte und das möchte ich nicht, weil du führst mit mir. Nein, Debatte, guck mal, im Islam ist Debatte verboten. Ja, gut, viele hier führen Debatten. Viele. Ja, aber diese Debatte, dieses mit, nein, das besser, das so, das ist im Islam verboten. Man sollte so reden, was Sache ist, verstehst du? Und nicht, was wie es jemandem gefällt oder sonst was. Aber Deutschland ist ein christliches Land und Deutschland hat die meisten Moscheen der christlichen Länder. Über 3700 Moscheen. Im Gegensatz zu Italien, die haben nur 7. Also wie kannst du jetzt sagen, Deutschland ist gegen Islam, wenn da über 3700 Moscheen sind? Nochmal, wie viele Moscheen hat Deutschland? In Italien gibt über 3600. Und wie viele Kirchen hat Deutschland? Aber ich will noch mal kurz... Das ist ein christliches Land. Weil Deutschland ist gegen Islam. Ich will nur kurz... Hier wird eine Moschee ja nach der anderen gebaut. Guck mal, wie gesagt, ich schaue jetzt auch ab. Das war ganz kurz wegen Flex. Und nochmal zu diesem Timo, der gesagt hat, Gott sagt im Koran, dass selber Jesus Gott ist. Guck mal, geh du erstmal eine Schule fertig machen, geh du erstmal richtig lesen und lern mal erstmal den Kontext. Ja, ich studiere Theologie, mein Freund, ich studiere so, Theologie. Indem du sagst, Gott sagt, Isa ist so und so, ne? Junge. Ja, sicher, Sure 4, Vers 171, du könntest ja mal einen Koran aufschlagen und das selber mal lesen. Was laberst du? Du sagst so, Gott sagt Jesus. Gott sagt, Jesus ist so. Nicht, Jesus sagt, ich bin Gott oder Jesus sagt, ich bin so. Was für ein Unterschied? Labert das. Er sagt, er ist ein Geist von ihm. Geist, yo, was für ein Geist. Warte, Ram. Oh Mann, da musst du. Komm, geh dich weiterbilden. Nein, ich bilde mich weiter, aber du hast gar keine Ahnung, was du redest. Ja, bitte. Ram, guck mal, ich habe ihn jetzt gestummt, weil sonst heißt es am Ende, wir stummen Muslime. Ich habe ihn jetzt gestummt, okay? Ich will mit dir reden. Ja, guck mal, kein Problem. Ich kann dir nur eine Sache mitgeben, Bruderherz. Okay? Was du daraus machst, das ist deine Sache. Natürlich, okay? Wir leben ja in Land, Deutschland, oder guck mal, nicht? Du bist hochgekommen, hätte ich was gegen Muslime, hätte ich was gegen dich, weil du Muslim bist. Ich sag dir ganz ehrlich, dann reagiere ich ganz anders. Und wenn mir jemand die Nase von irgendjemandem nicht passt, glaub mir, dann schieße ich richtig los. Aber ich will dir nur zeigen, wir lieben euch. Bitte, sei aufrichtig und ehrlich zu dir selber. Natürlich. Lies dein Koran, lies die Überlieferungsketten und dann wirst du verstehen, warum ich das hier mache. Okay, weil ich anfange, warte, Ram, warte, ich will dir was sehr Gutes mitgeben. Anfang des Jahres wäre ich fast zu Moslem konvertiert. Und ich habe es Gott sei Dank nicht gemacht. Glaub mir, du wirst es doch. Nein! Bruder, glaub es mir, du bist in dieser Richtung, du fängst schon an, schön über Dings Christen zu predigen und dieses Predigen für Christentum wird dich zum Islam bringen. Warte ab, Bruder. Guck mal, ich will dich nicht angreifen, ich will dich weder beleidigen, nicht nur dich, ich will gar keinen angreifen, weil jeder kann seine Religion ausleben, wie er will. Guck mal, ich greife weder Christentum an, weder Judentum oder sonst was, verstehst du? Aber ich sag mal ganz kurz, du hast gerade selber aus deinem Mund gesagt, ich mach mich auch ab und zu über Islam lustig. Und das ich gib's so, warum sollte ich lügen? Aber das macht man nicht. Guck mal, was andere Leute machen, zum Beispiel bei Christentum, lass die Leute reden oder labern, verstehst du? Die bekommen doch deren Sünde mit, weißt du, und die bekommen auch deren gerechte Strafe von Gott. Lass die Leute labern, aber mach dich nicht lustig über Gottes Willen. Aber guck mal, ich bin ja heute ernst. Guck mal,
Das ist, es hängt immer von meiner Laune ab. Es lernt, immer. Es, immer ab, bei den Muslimen hängt das ab. Ja, ja, guck mal, ich will dir nur eine Sache sagen, Rahm. Es wird Tage geben, wenn du hier reinschaust, da fange ich an, wirklich richtig tiefgründig in die Hadithe reinzugehen. Ja, da darfst du mir nicht böse sein. Ach Quatsch, ich kann auch in Überlieferungsketten von euch reingehen, wo selbst Jesus auch Gott erwähnt und Jesus sagt, dass er kein Gott ist. Wir haben ja nur die Bibel. Also wir lesen ja, die Bibel. Weißt du, Bibel. Lies mal zum Beispiel hier das, was Florent Gashi vorliest. Lies mal bitte vor. Was denn? Was hat denn der Florent Gashi? Lies mal vor und nicht, dass sie sagt wieder, ja, ein Moslem liest das wieder vor und bla bla bla. Lies selber vor. Ich sehe gerade seine Nachricht nicht. Es schreiben so viele Leute. Er soll halt, keine Ahnung, hochkommen und dann können wir auch gerne das zusammenlesen. Das ist doch gar kein Problem. Wir haben hier Christen hier oben. Das ist gar kein Problem, ne? Aber guck mal, Ram, ich möchte nur zum Abschluss dir was sagen. Erzähl. Ja, ich wäre am Anfang des Jahres fast konvertiert. Inshallah, Risiko. Ja, aber warte, ich habe es nicht gemacht, weil ich tiefgründig in euren Schriften reingegangen bin und habe mir gewisse Sachen durchgelesen und habe mir die Überlieferungsketten durchgelesen. Und ich sag dir, das, was ich gelesen habe, sorry, da kann man nur Nein sagen. Direkt Nein. Das schreckt einen sofort ab. Die Leute, die schreiben, ich hasse Jesus, das stimmt gar nicht. Ich liebe Jesus. Jesus ist auch ein Prophet bei uns, Isa a.s. Warum sollte ich den hassen? Ich verstehe das gerade gar nicht hier, warum die hier drinnen schreiben, Jesus. Ja, weißt du, warum die das schreiben? Weil viele Muslime, die ja hier hochkommen zu uns, dann runtergehen und dann sagen, ja, dein Jesus hat Windeln getragen, dein Jesus ja, ist... Ja, aber guck mal, dann sind das weißt du, was die sagen? Weißt du, was die sagen, Ram? Weißt du, was die sagen? Ich mache deinen Jesus den hier. Ja, Alter, aber dann ist das so doch, dann ist das doch, aber dann ist das ein unwissender Muslim, da müsst ihr doch nicht mit so einem Menschen kommunizieren, weißt du, was ich meine? So, es gibt auch unwissende Christen, die sagen zum Beispiel, ich habe Paulus auch einen Nackenklatscher gegeben oder sonst was, verstehst du? Mhm. Aber macht man nicht, lass mal diese Politik. Man ja gut, du bist wenigstens respektvoll, das finde ich schon mal gut, du kommst nicht hier hoch. Das lernt unsere Religion aus, weißt du, was ich meine? Respektvoll mit Menschen umzugehen und nicht die ganze Zeit irgend versucht, irgendwelche Lügen aufzutuschen oder sonst was, weißt du? Guck mal, man sollte mit Respekt gegenseitig umgehen. Nur eins will ich nicht wieder hören, Bro. Guck mal, ich mag dich. Sag nicht, ich mach mich lustig über auch über Islam oder so. Lass die anderen reden in deren Stream, wie die wollen. Lass deinen Stream sauber, sei korrekt, sei respektvoll. Versuch die Menschen, wenn du die Menschen auf dein Christentum zu ziehen willst, also rüberziehen willst, ne? Versuch das mit Respekt und nicht so mit, ich mach die andere Religion zu, runter und unsere Religion. Nein, nicht runter, aber ich muss aufklären, Bruderherz. Ich bin ganz. Bro, guck mal, ich nenne dich. Aber deswegen sage ich ja, wenn du hier hochkommst, sei nicht beleidigt, wenn du vielleicht eventuell gewisse Sachen mit zuhörst oder lesen tust, darfst du nicht böse sein, Bruderherz. Ich sag dir ganz ehrlich. Ja, aber guck mal, du redest über Islam, Bro. Du redest über Islam. Wenn ich jetzt sage, Christentum so, fühlst du dich nicht angegriffen? Das ist dann deine Sache. Ich mach's nicht zu meinem Problem. Ja, aber das war nicht die Frage. Fühlst du dich angegriffen, habe ich gefragt. Nein, weil das ist ja dein Problem. Wenn ich Christentum jetzt beleidige, ja. Ich schwöre bei Gott, du würdest dich sogar abfacken und du schmeißt mich sogar raus. Das weiß ich sogar 100%. Ich würde einfach sagen, gut, das ist dann dein Problem, ja. Aber Gottes Wort kann man nicht ändern. Das ist, was ich dir nur mitgebe. Was steht denn bei uns im Koran? Bruderherz, wenn ich jetzt hier auspacke, guck mal, ich habe hier mein Tablet. Ja, aber warte doch, wir reden über Gottes Wort. Wir reden doch über Gottes Wort, ne? Guck mal, wir reden über Gottes Wort. Bibel ist doch Gottes Wort, oder nicht? Bibel ist Gottes Wort, ja. Okay, warum wurde Gottes Wort, guck mal, du wolltest mich jetzt richtig reingehen, ne? Warum wurde Gottes Wort, du wolltest jetzt richtig reingehen in diese Thematik mit mir kurz? Nein, weil wir haben ja ganz normales, und wir unterhalten uns ja ganz normal, deswegen gehe ich jetzt gar nicht ins Detail rein. Ganz kurz, ich bekomme auch die ganze Zeit Anrufe und Nachrichten, die schreiben zu mir, geh da raus, ist nichts für dich da. Warte ganz kurz. Du redest über Gottes Wort Bibel zum Beispiel, ne, wurde dreimal oder zweimal geändert, oder nicht? Wenn ich mich nicht irre, zweimal. Nein, gar nicht. Gottes Wort wurde Testament, nie geändert. Testament Bibel oder ich kenne mich jetzt nicht da mit diesen Testamenten aus, aber wie ich weiß, die Bibel wird doch geändert. Nein, Bruderherz.
Okay. Nein. Der Koran wurde verändert. Zeig mir einen Beweis, wo Koran verändert wurde. Zeig mir einen Beweis. Ich habe einen Koran hier, der hat 111 Suren. Ah. Dein Koran hat 114 Suren. Okay. Und es gibt nur einen, der hat 116 okay. Suren. Und ja? Weißt du, was du bist? Du bist ein Heuchler, der die ganze Zeit über Islam redet. Ja? Ja. Wieso? Ich kann dir das doch zeigen. Allein schon diese Aussage, ohne irgendwo einen Beweis reinzukommen. Gott hier. Ist so, Gott ist das und Gott, bitte mach hier. Du redest sinnlos. Du wirst Leute, ihr beleidigt euch hier. Jetzt gerade sinnlos. Das ist, ich das beleidige Ding. Gar nicht. Wir beleidigen doch nicht, Bro. Wir bleiben doch ganz ruhig. Da 111 Suren. 110 Suren ich hier. Ich weiß nicht, welche Koran du gerade vorhast, aber das ist kein originale Koran dann. Ich meine, das ist der Koran. Weil das sind von Max Koran, Henning, Übersetzung von Max sein. Henning. Also, ich beweise die. Von Max von Henning, die Max Henning Übersetzung. Gibt's gar nicht. Wer ist Max Henning? Allein den habe ich mir selbst geschrieben. Allein schon so ein christlicher Name will ein Koran schreiben. Ein Sohn Max Henning, bitte. Ram Gashi, soll ich dir zeigen, wo und wie und wann und wer dein Koran verändert hat? Ist das okay, nein, wer Leute, hat deine ungefähre Übersetzung überschrieben? Leute, stopp. Ich muss euch kurz stoppen. Der Rahmen war die ganze Zeit respektvoll, alles ja. Gut. Wir wollen jetzt nicht mit streiten, wir wollen jetzt niemanden hier runterbuttern. Der Rahmen war die ganze Zeit respektvoll. Er ist ja auch nicht hierher gekommen, um mit uns zu debattieren oder mit mir zu debattieren. Er kam ganz normal, um sich ganz normal mit mir zu unterhalten, Leute. Deswegen alles gut, Leute. Alles gut. Guck mal, sagt jemand, Ramgashi, im Albanien gibt es keinen Islam. Dann geh mal ruhig nach Albanien und wir gucken mal, was Mehrheit da ist. Ja, aber Ram, für was steht denn deine Flagge und dieser Vogel, dieser Adler, für was steht denn das? Ich nehm das nicht als meine Flagge. Meine Flagge ist Islam. Bruder, Shqiptari Zi, was ist los? Ich bin zwar Albaner, aber innerlich, ich nehme diese albanische Flagge nicht vor als Islam, weißt du, was ich meine? Bruder, nein, das funktioniert so nicht, Bruder. Doch, das funktioniert doch, so Bruder. Nicht. Nein. Doch. Bruder, du bist das hier. Ich bin Muslime. Alhamdulillah, ein stolzer Muslim, Bruder. Hör auf, Mann. Nein, ich bin ein stolzer Muslim, Bruder. Nicht hör auf. Bist du kein stolzer Christ? Ja, aber du kannst deine Flagge doch nicht abnehmen. Aber ziehst du Christentum vor oder gar nicht? Sei mal ehrlich. Das Christentum vor oder gar... Natürlich ziehe ich dir den Christentum vor. Frage, weißt du, für was deine Flagge... Siehst du, wie das ist? Bro, nicht böse gemeint. Bei euch ist es so, wie es am besten so auffällt oder am besten gefällt oder wen es am besten passt. So redet ihr, verstehst du? Ich will euch damit sagen, bitte... Aber ich möchte nur, dass du mir eine Frage beantwortest. Für was steht denn dieser Adler? Für was steht denn deine Flagge? Guck mal, du hast recht. Albanien, bevor Osmanische Reich reinkam, war alles Christ. Alle waren Christen. Wer hat euch angegriffen? Und ja, wer hat Mann, das? Du hast recht. Ich bin auch froh, dass die angegriffen haben, weil Wallahi, Billahi, hör mal zu, bitte, Bruder. Ich bin froh, dass die sogar angegriffen haben, weil Wallahi, Billahi, heute praktizieren die immer noch Islam und lieben Gott und praktizieren den Koran und lesen den Koran. Und die haben das deren Kindern, Enkelkindern beigebracht, verstehst du? Und ich bin froh darüber, dass Islam sich so verbreitet hat. Möge Allah die ganze Nation zum Islam konvertieren lassen oder umwandeln, ist egal wie. Und vor allem die Leute, die Islam hassen, die sollen dann Muslimen werden. Möge Allah die zum Muslimen machen sogar. Okay. Bruder, Flex hat mich gefreut, Bruder. Guck mal, nur über dich hat mich gefreut und der Fabi hat gar nicht geredet, der über den hat mich auch gefreut. Euch beiden grüße ich vom Herzen, aber dieser Timo und dieser Urban, ihr könnt den... Gott segne dich, ich liebe dich und ich wünsche dir nur das Beste, mein Freund. Dankeschön, ich wünsche dir auch das Beste, aber rede nur kein Müll bitte hier drinnen. Ich habe dir die Beweise gegeben, Gott segne dich. Du hast keine Beweise, du bist ein TikTok-Beweiser, du bist ein TikTok-Priester, weißt du, was ich meine? Alles klar, Gott segne dich, mein Freund. Du bist einer der Ilfa-Page zum Beispiel folgt. Und deine Familie, Gott segne dich und deine Familie.
Du bist so einer, du bist kein Prediger, du bist ein Mitläufer. Bitte, ich will dich nicht angreifen, deswegen, ich wünsche euch was. Gott segne dich und deine Familie. Deine Vorfahren haben geblutet, um kein Muslim zu werden. Christo, danke schön. Schönste Gruß auf der ganzen Erde. Salam alaikum. Alaikum salam, Bro. Ja, ich folge dir sogar, guck jetzt, ich folge dir sogar. Nicht, dass du sagst, Muslimen hassen uns. Nein, alles gut, ich folge dir zurück, aber wundere dich nur nicht, weil ich habe viel Content über Islam. Sei nicht sauer. Bruder, nimm dir das nur zu Herzen. Mach dich nicht lustig über Islam. Nimm dein Content. Du kannst dein Content weiterführen oder sonst was. Guck mal, ich habe auch gesehen, du hast Kinder, du hast Familie. Guck mal, ich will ja nicht sagen, dass ich komme oder sonst was. Aber es gibt irgendeinen Dummer, der aufsteht und der irgendwas machen würde. Verstehst du, Bruder? Bruder, ich bin sieben Jahre, habe ich an der Türe gearbeitet. Das mache ich bis heute immer noch. Und wie gesagt, ich habe auch andere Dinge gemacht. Ja, ich möchte nicht noch tiefer ins Detail gehen. Bruder, ich habe vor gar nichts Angst. Nein. Guck mal, siehst du, du hast wieder böse aufgenommen. Nein, ich meine nur damit, ich hab generell gar keine Angst, ja, egal was. Sollst du auch nicht, aber ich sag ja nur, du hast auch Familie zu Hause, nicht, dass ein Dummer kommt und so, der auf diesen dummen Gedanken kommt, der Hasskick auf dich über TikTok bekommt und diesen Hass bei deiner Familie rauslässt, verstehst du? Möge Gott deine Kinder beschützen vor das Schlechte, möge Gott deine Frau vor das Schlechte beschützen und dich auch natürlich. Ich wünsche euch was, ich bekomme Anruf die ganze Zeit. Ja, alles gut. Auch rein. Okay. Und Timo! Ja, mein Freund. Ich weiß, du wirst auch bald zum Islam konvertieren, inshallah. Assalamu alaikum. Gottes Segen, wünsche Gottes Segen, ja. Kannst mir ruhig folgen, ich bring dir ein bisschen auch bei. Bring dir lieber selber ein bisschen mehr bei, mein Freund. Möge der Herr Jesus Christus in die Augen öffnen. Zu lügen mit Amen. Bitte, Timo, bitte. Amen. Gottes Segen. Also gut, dann ich wünsche dir einen schönen Tag noch, okay? Ciao. Alles gut. Nichtsdestotrotz, ja, muss ich auch ganz ehrlich sein, er war super nett, ja, er war nett, ja, auch wenn er sich mit Urban und Timotheus sich nicht verstanden hat, war er trotzdem super nett. Respekt, er ist hochgekommen, hat nicht beleidigt, das ist schon mal gut, ja. Oder ich kenne den gar nicht, ich habe mit dem noch nie gesprochen, ne? Bruder, ich hab das mit Quellen belegt, ja. Also jeder kann das nachschlagen, ja. Sure 4, Vers 171 steht das. Er ist der Geist und das Wort von Gott, also von Allah. Und im Koran selber habe ich hier doch gerade auch gezeigt. Der hat 111 Suren. Es ist ein anderer Koran. Also es ist nicht, den habe ich nicht selber geschrieben, den Koran. Und die ungefähre Übersetzung weißt du, vom Buchenheim Buch gibt es ungefähre Übersetzung. Also ich bitte euch, also er wollte einfach die Wahrheit. Weißt du, von wem das Buch ist mit 111 Suren? Weißt du das? Von wem? Ja, es gibt verschiedene. Ja, es gibt Ibn einmal Masoud. Den Hafs-Koran. Warte mal bitte. Oder von Ibn Masud, genau. Mal, das, der von Ibn Masud hat 111 Suren und Mohammed hat gesagt, man soll das Buch von Ibn Masud nehmen. Der Uthman hatte nie eine Berechtigung, einen Koran zu schreiben. Ich habe auch die Quellen dazu. Ah, korrekt. Weil die meisten nehmen ja den mit 114 Suren, ne? Ja, aber es gibt ja angeblich nur einen Koran. Ne? Richtig, aber die dürfen den nicht nehmen. Der Ibn Masud selber hat gesagt, wer den Koran von Uthman hat, geht in die Irre. Der Ibn Masud hat davor gewarnt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Leute, ich will nur kurz was sagen noch. Am Ende des Tages, ich weiß, viele sagen jetzt, er war nicht nett. Aber nichtsdestotrotz, ihr wisst ja, wie ich bin. Ja, ich bewahre immer die Ruhe. Ja, es ist ganz, ganz wichtig. Ja. Hast du richtig gemacht. Wir sollten ihn segnen. Ja. Auch wenn er ein bisschen. Wir sind ja nicht hier, um zu beleidigen, das nicht. Richtig. Aber wie gesagt, Lehre ist halt etwas, was wir nicht wirklich unterstützen. Aber ja. Genau. So, Assalamu alaikum. Der Herr soll ihn segnen. Gott segne dir. Abani, Gottes Segen. Ich habe vorhin ein bisschen zugehört, wo du mit dem Rahmen Trainer warst, live, wo Rahmen noch da drin war. Du bist übrigens ein Bruder von mir. Also, wir kennen uns schon sehr lang. Du hast erzählt, du hast dich sehr viel mit dem Islam beschäftigt, aber du warst kurz davor zu konvertieren und dann doch nicht. Ich darf fragen, warum? Also, was war der Punkt, wo du dann doch gesagt hast, so, nein, ist doch nicht mein Ding? Also, ich habe ja vor,
Letztes Jahr, November, Oktober, habe ich noch an der Türe gearbeitet, also im Perkins Park. Und da hat man zu mir, also das war fast jede Woche, hat man mich immer gefragt, so, hey, bist du konvertiert? Bist du konvertiert? Bist du konvertiert? Bist du konvertiert? Und Also irgendwann mal. du hast im Club gearbeitet als Türsteher und du wärst dann Ich immer da arbeite immer drin. noch. Ja, und du wurdest da immer gefragt, ob du konvertierst. Von wem? Von deinen Arbeitskollegen dann oder von wem? Ich arbeite immer noch an der Türe. Ja. Ich arbeite immer noch Okay, an der aber Türe, von aber wem nicht. wurdest du gefragt? Von den Gästen? Kommt jetzt einfach jemand Fremdes zu dir und sagt, hey, wo bist du konvertiert oder wie? Nein, nicht die Gästen, das waren die Mitarbeiter. Lass mich nur Ah, kurz das. tamam, Und man hat mich immer wieder gefragt, bist du konvertiert? Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, so, ja, eigentlich sei es ja eventuell was Normales. Es ist ja nichts Schlimmes, wenn man konvertiert. Ich gehe mal davon aus, dass das Christentum und der Islam eigentlich eine Ähnlichkeit hat. Ne? sehr viel So. in Wirklichkeit, sehr viel nicht eigentlich, Aber sehr warte, nein, hat's nicht. Ich habe dann irgendwann mal selber gegeben und habe herausgefunden, dass der Isa, der im Islam ist, und unser Jesus gar keine Ähnlichkeit haben. Das kann man auch lesen in den Kursen, dass die keine Ähnlichkeit haben. Okay? Und irgendwann mal habe ich mir gedacht, so, okay, gut, dann gehen wir mal etwas tiefgründiger mal in den Koran, weil das Ding ist, wenn du eine Religion annimmst, du musst wissen, was du da Natürlich, anbeten tust. natürlich, natürlich, das ist auch nur. Du kannst doch nicht einfach eine Religion annehmen. Es kann sein, du nimmst eine Religion an und plötzlich betest du einen Esel an, zum Beispiel. Also musst du tiefgründig ins Detail gehen und gucken, ja, was ist das denn für eine Religion? Und was Oder du da. man macht aus Gott einen von drei und betet dann drei Götter gleichzeitig an. Nein. Das sind alles, alle drei sind eins. Das ist falsch. Das verstehen viele ganz falsch. Alle drei Und sind ich kann, ich sage eins. dir meine Meinung für mich, Christentum, weil ich gesagt habe, Christentum und Islam sind sehr, sehr ähnlich. Für mich, also wie ich komme auch aus dem Kosovo, Albanien, ich weiß nicht, also sind manche Kommentare Blödsinn. Also wir haben immer Tür an Tür mit Christen gelebt. An die Feiertage von denen haben wir denen gratuliert, die haben uns gratuliert, wir haben zusammen gefeiert. Nie. Und Albanien ist ein super Beispiel für, zum Beispiel für Islam und Christentum. Könnt ihr auch überall googeln. Und da kommen welche und ja, mit Gewalt hin und her. Ich sag, zu den ganzen Albanern, die jetzt hier drinnen sind. Die sind doch stolz, ihr seid doch stolz, Albaner, und Albaner sind Maschinen, Kampfmaschinen. Sie sind bekannt dafür, oder? Die Osmanen haben nicht nur Albanien erobert, die haben den ganzen Balkan erobert. Ja, aber wie Die haben kannst du? Rumänien erobert, die haben Bulgarien erobert, die haben Serbien erobert. Warum Aber sind die nicht zum Islam konvertiert? Die Frage, ich, eine. die Frage geht direkt an den Albaner. Warum Aber sind die Serben, die Bulgaren, die Rumänen, die Griechen nicht zum Islam konvertiert? Haben die mehr Avni. Eier gehabt als die Albaner damals? Avni, aber Eine guck mal, ganz du hast. normale Frage an den Albanern hier. Darf Das ich ist reden? doch der Beweis, dass die Albaner den Islam selber angenommen haben. Avni, darf ich reden? Natürlich, natürlich, Bruder. Guck mal, du hast gerade eben was erwähnt. Du hast gerade eben erwähnt, der Krieg. Die haben alles erobert, die haben alles aufgenommen, die haben alles gemacht, okay? So, meine Frage ist, warum nimmst du denn eine. Wir haben alles gemacht. Was meinst du, wir haben alles gemacht? Darf ich zu Ende reden? Ja. Wie kannst du denn eine Ideologie annehmen, die dich angegriffen hat? Wie kannst du denn, du weißt schon, es gab Tote dafür. Du weißt schon, es sind Menschen gestorben. Was soll ich jetzt sagen wegen den Kreuzzügen? Ja, aber nein, es gab Aber hey, der Islam, schau mal, Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, unser Prophet, Nein, der Avni, letzte bitte, Prophet, wir stopp, glauben, dass er stopp, der stopp, letzte stopp. Prophet ist und dass er für die ganze Menschheit gekommen ist. Verstehst du? Avni. Und die sind nicht mit, wie manche sagen, ja, Kopf ab oder hin und her. Nein, das stimmt nicht. Was haben die Osmanen denn mit euch gemacht, als sie dann Albanien erobert haben? Sag's mir mal bitte. Und den Balkan. Was haben die denn mit euch Warum gemacht? gibt es denn, schon bester Beispiel, warum gibt es denn heute noch Christen in Albanien? Darf ich Warum gibt das es denn Serben? Die Antwort? Serben sind doch immer noch orthodox. Die Griechen sind orthodox. Das ist doch der Beweis, dass die Ja, Osmanen den abgeschlachtet haben. du beantwortest meine Frage. Nein, du beantwortest meine Frage nicht. Ich habe dich gerade eben gefragt. Ja, die haben
euer Land erobert. Was haben die denn mit euch gemacht? Was haben die mit uns gemacht? Die haben uns umgebracht, oder was? Warum leben wir da noch? So, die haben euch umgebracht. Und wie kannst du dann so eine zum Beispiel, du hast gesagt, der Adler vorhin, die Fahne, die albanische Flagge. Du beantwortest meine Frage nicht, Bruderherz. Ich komme jetzt, warte, lass mich doch kurz aussprechen. Wir wissen alle, 25 Jahre Widerstand. Nur, dass du mich verstehst. Ich habe dich doch zuerst gefragt, weil wenn die Osmanen damals mit Gewalt gekommen sind, warum gibt es heute noch die Serben, die Orthodoxen, die anderen, wo immer noch Christen oder Orthodoxen? Die Gewalt den Islam angenommen. Die haben den Islam dann angenommen. Wo haben die Serben den Islam angenommen? Die Albaner und die Bosnier sind die einzigen im Balkan, wo Islam angenommen haben. Oh, Bruderherz, du musst in deine Es ist doch Fakt. Die Griechen sind heute noch orthodox. Die Rumänen sind immer noch christlich-orthodox. Dann gibt es die Wer ist noch? Die Serben sind orthodox. Es gibt doch immer noch Christen im Balkan, aber die haben doch alles erobert damals. Die sind bis vor Wien gekommen. Die Ungarn waren doch auch unter osmanischer Führung. Bruder, die sind auch christlich. Nein, das ist Schwachsinn. Nee, sie waren halt noch stark im Glauben. Jetzt nochmal, wer war das jetzt gerade? Ich habe das gesagt, die waren einfach stark im Glauben. Du kannst dich hier, es gibt genug Leute, die mit Messer am Hals gezwungen worden sind, zum Islam zu konvertieren, und die sind trotzdem beim Herrn geblieben. Also, das dazu. Also, nicht jeder konvertiert, ne? Bei uns schon. Im Koran gibt es auch eine so, das heißt, Allah leitet recht, wen er will. Das gibt es nicht mit Zwang. Und du sollst nicht töten, die 10 Gebote sind bei uns auch noch. Ja, aber was haben die denn gemacht, als sie Albanien erobert haben? Das ist meine Frage. Was haben die mit euch gemacht, als sie Albanien, Kosovo, sagen wir mal, erobert haben? Was haben die denn mit euch gemacht? Bro, die haben damals den Islam gebracht, Alhamdulillah. Alhamdulillah sind die gekommen und haben uns den Islam gebracht. Nein, falsche Antwort. Die sind mit euch haben das Land übernommen. Was haben die mit euch gemacht? Das ist meine Frage. Die haben uns den Islam beigebracht. Und was haben die noch mit euch gemacht? Die haben uns recht geleitet, Alhamdulillah, durch Allahs Kraft. Was die mit euch gemacht haben, wenn du immer noch darauf keine Antwort geben willst, die haben den hier gemacht, mit Gewalt, und haben gesagt, ey, mach weißt du, was sie gemacht haben? Ja, gegen die, wo sie dann, Frage, Flex, gegen die, wo sie dann gegen die gewendet haben. Das gibt's ja. Zum Beispiel der Skenderbeg, beste Beispiel. Die haben den klein aufgenommen, die haben den erzogen, der war General, haben den alles, und danach hat er denen den Rücken gekehrt und hat die angegriffen. Skenderbeg war ein Krieger vom Vatikan. Avni, Bruder, wir reden gerade über Albanien. Diese Flagge, was du sagst, die albanische Flagge, das Symbol, dieser Doppelkopfadler, ist ein byzantinisches Symbol. Das ist ein christliches Symbol, ja. Hey, Flex, eine Frage. Meinst du jetzt, die Muslime sind nach Albanien gegangen und haben dann hier den gemacht, also quasi mit dem Messer, und haben dann gesagt zu den Frauen, nein, zu den Kindern? Meine Frage an ihn ist ja, ganz kurz, Abni, ich muss dich ganz kurz stummen, weil das ist bei dir gerade voll laut. Meine Frage an ihn war ja, wie ist der Islam nach Albanien gekommen oder generell Kosovo, generell das balkanische Land? Wie ist der Islam dahin gekommen? Das war meine Frage. Hast du eine Antwort darauf oder willst du, dass er falsch antwortet? Naja, er antwortet ja die ganze Zeit falsch darauf. Aber du bist ja hochgekommen. Ich gehe mal stark davon aus, dass du eine Antwort hast. Dann gib uns mal die Antwort. Ich bin nicht hochgekommen wegen der Frage. Ich bin hochgekommen wegen gestern. Wegen gestern? Warum? Was ist denn jetzt mit mir? Du warst gestern live, oder? Gestern Abend. Und dann um was geht's? Du hast dann erzählt, so dass Araber bzw. Muslime sich extrem rassistisch über dich äußern, mit B-Wort, mit M-Wort, F-Chen, Mäffchen, so viele, Sachen. Sehr viele sogar, ja, das stimmt schon, sehr viele. Ja, also ich habe vieles Ich sag dir ehrlich, ja, bestimmt, ich sag nicht, dass du ein Lügner bist, niemals, ja, weil ich habe auch keinen Beweis dafür. 100%, ich gebe dir recht, es gibt bestimmt viele Rassisten in arabischen Ländern. Es waren viele gestern, die das N-Wort benutzt haben, das B-Wort, und afrikanischer, keine Ahnung, N und, okay, und haben das B-Wort benutzt. Cool, ey, Flex, ganz kurz. Ich verstehe dich, ey, und ich schwöre,
mir tut es auch leid, dass Leute wirklich noch so durch sind. Dazu möchte ich etwas sagen und dann möchte ich auch dich etwas fragen, ja, Bruder? So, erstmal möchte ich dazu sagen, dass mein Prophet... Also wir haben jetzt gerade eine ganz normale, allgemeine Fragerunde, gell? Wir haben jetzt nichts mit Islam gerade, ja, wir haben auch nichts gut, mit... Es wird nicht wirklich um Religion gehen. Es wird nicht wirklich um Religion gehen, aber du hast es ja gestern auf die Araber und die Muslime geschoben, beziehungsweise auf die Muslime. Weil es überwiegend diese... Wenn du was sagen, oder wenn ich ausreden darf, dann ist es top. Ich habe gesehen, du lässt die Leute ausreden und ich will auch ausreden, Bruder, bitte. So, yeah, mein Prophet Musa a.s., der in Ägypten gelebt hat, ja, der von dem Pharao verfolgt wurde, mein Prophet Musa a.s., der war schwarz. Okay? Der war ein Schwarzer, ein richtiger Schwarzer. Er war bestimmt sogar dunkler als du. Okay? Ich habe kein Problem mit einem Schwarzen. Und wenn andere das haben, dann ist das eine Sache von sich aus. Jetzt will ich dich fragen, Flex, glaubst du wirklich, dieser Rassismus gegenüber den Schwarzen kommt von dem Islam oder kommt von den Leuten, die zum Beispiel in den arabischen Ländern sind oder halt irgendwelche Türken oder Kurden oder... Also ich gebe dir eine ehrliche Antwort. So viel Rassismus, wie ich die letzten, sagen wir mal, Monate, Jahre bekommen habe, mehr von Muslime und Araber als mehr von den Deutschen. Bin ich ganz ehrlich zu dir. Ich glaube dir, aber ich habe dich was anderes gefragt. Ich habe dich gefragt, glaubst du, dass der Islam wirklich aktiv sagt, ey, hört mal zu, der und der, das ist so und so und der ist nicht so gut? Oder glaubst du an diese Aussage, die mein Prophet sallallahu alaihi wasallam getätigt hat, als er gesagt hat, schwarz ist nicht besser als weiß und weiß ist nicht besser als schwarz? Falsch, da gibt es sogar ein Hadith, wo es ganz klipp und klar beschrieben wird, dass wir schwarze Tiere sind und dass wir sogar Rosinenköpfe sind. Ja, das stimmt. Lüge, Bruder, wallahi. Wallah, nein, Bruder, das Bruder, ist warte, noch mal. Egal, Flex, egal. Okay. Egal, was du gelesen hast. Wallah, billah, du bist nicht schwöre nicht, du. Schwöre nicht, schwöre und nicht, schwöre nicht. Es gibt diese Hadithe. Okay, Bruder, ich sag dir noch mal. Du bist nicht besser als ich und ich bin nicht besser als du. Der besser ist, der ist gottesfürchtiger. Ganz einfach. Bei uns gibt es diese Unterschiede nicht zwischen Hautfarbe oder zwischen Herkunft, zwischen Größe oder zwischen Gewicht. Bei uns ist, Alhamdulillah, jeder willkommen. Das von gestern, weil du gesagt hast, dass ich weiß, dass Rassismus oft von Arabern sogar ausgeübt wird. Ich bin Araber, Bruder. Ich weiß, dass Rassismus oft ausgeübt wird. Aber, Bruder, wallah. Der Islam verbietet das zu 100%. Und wie nochmal gesagt, Bruder, ich hol jemanden hoch, weil das Ding ist, ich habe nicht alles hier gerade bei mir. Er kann das ausblenden und kann es euch zeigen, dass wir wirklich als Rosinenköpfe bezeichnet werden und sogar als Tiere bezeichnet werden. Da gebe ich dir Brief und Siegel und unser Bruder Ram Gashi, ich schicke es dir sogar. Ram Gashi, ich schicke es dir, damit du es selber lesen kannst. Wir werden als Rosinenköpfe bezeichnet. Und dann gibt es einen Vers, wo Allah sagt, die auf meiner Schulter, die Weißen, kommen ins Paradies. Ist kein Problem. Die Dunkelhäutigen zur Hölle mit denen. Gibt es auch ein Hadith? Bro, das will ich sehen. Also ich höre und du sowas zum ersten Mal. Alles klar. Ich weiß, Adam a.s., als er erschaffen wurde. Hörst du mich gut? Ja, ihr seid nur zu laut, ihr redet gerade alle beide. Als Adam erschaffen wurde, hat Allah von jedem Teil der Erde, also hat er die Engel geschickt von jedem Teil der Erde, also von den 7 Kontinenten, überall Erde geholt. Und da waren verschiedene Erdfarben dabei. Gelber Sand und was weiß ich alles. Und da war natürlich auch Schwarz dabei. Das heißt, wir stammen doch alle von Adam ab. Wir sind doch alle gleich. Also für mich, so bin ich groß geworden. Ich weiß, dass wir alle gleich sind. Im Islam gibt es keinen Rassismus. Einer der besten Freunde von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mein Sahabi, Bilal, der den ersten Gebetsruf gerufen hat, der war schwarz. Mhm. Und wie der Bruder schon genau gesagt hat, laut dem Islam, stammt Musa a.s., also Moses, auch von Schwarzen ab. Ja. Er war ein schwarzer Hebräer. Also, ich weiß, was du jetzt gerade sagst, ich bin gerade schock. Ich habe sowas noch nie in meinem Leben irgendwo gehört oder von Engeln. Ganz kurz, Leute. Avni, wenn ich dir diese Hadithe zeige, diese Suren, was auch immer zeige, glaubst du mir dann? Schau mal, Koran, Sura, Hadithe sind wieder diese. Es gibt authentische und nicht authentische. Wenn du mir den Koran zeigst, das ist authentisch, das ist Sahih. Sahih. Warte, du hast gerade gesagt, eine Sura. Ich,
ich glaube dir, wenn du mir eine Quelle aus dem Koran zeigst, du sagst eine Sure. Wollte ich doch sagen. Ich sage dir, Hadith ist was anderes. Es sind Hadith sind Menschen, wo geredet haben über Lieferungen. Der hat das und das gesagt. Aber im Koran steht sowas nicht, Bruder. Bruder, bitte. Okay. Guck mal. Wir gehen jetzt. Kleinen Moment. Ich mache hier auf. Kleinen Moment. Ich habe es auf meinem Tablet hier gespeichert. Ein guck mal, das heißt, Bilal war Sklave. Ganz genau. Er war Sklave. Mit dem Islam wurde die Sklaverei abgeschafft. Er war Sklave. Danach war er eben ganz genau gleich. Du weißt doch, was Wahrheit ist. Er sagt zum Beispiel. Ich glaube, die denn nicht an die Hadithe? Also haben die Bruder. Er sagt dir doch laut authentischer Hadith. Wird er rassistisch aus dem Islam sozusagen gedrängt und in eine Position gestellt? Verstehst du? Ja. Und Bruder, nur bestätige, Dynamit, dass das nicht Dynamit, darf ich dir das vorlesen? Ja klar, vorlesen und dann auch bitte genau die Quelle zitieren. Ich gebe dir jetzt die Quelle. Sahih al-Bukhari. Sahih al-Bukhari 7.1.4.2. Es gibt noch mehrere authentische Hadiths, aber ich gebe dir diesen Hadith. Ich lese es jetzt mal vor für die Leute, die das nicht glauben. Ja, an die dunkelhäutigen Brüder da draußen, bitte hört zu. Okay, ihr könnt von mir aus die ganze Zeit Nein sagen und es immer noch verneinen, aber es steht hier drinne. Ich lese es vor. Allah's Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "You should listen to and obey your ruler, even if he was an Ethiopian black slave whose head looked like a raisin." Wow. Muhammad selber bezeichnet uns als Rosinenköpfe. Ja. Ihr könnt von mir aus auch sagen, nein, das stimmt nicht. Doch, meine Brüder, das steht da drin. Und es gibt sogar noch viel, viel schlimmere Dinge. Das ist ja ein Bruchteil von dem, was ich gerade vorgelesen habe. Ja, ich habe gerade auch mal einen Hadith gezeigt. Sahih al-Bukhari, Kapitel 10, Hadith 693. Doch, Avni, das ist authentisch. Das ist Sahih. Lüge, nein, das ist Sahih. Leute, oh mein Gott, Leute, warum glaubt ihr das nicht? Leute, warum soll ich hier sitzen? Oh Mann. Das ist leider oft so, ey. Ich verstehe das selber nicht. Jeder von euch weiß, Leute, lügt euch nicht an. Jeder von euch weiß, dass Sahih authentisch ist. Sahih ist authentisch. Bruder. Hörst du mich? Ja. Ja. Guck mal, es gibt Hadithe, die sind im Sahih verzeichnet. Und dann gibt es unter denen welche, die sind authentisch, nicht authentisch, stärker authentisch. Sahih ist immer authentisch, Bruder. Bitte, 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 Dynamit, bitte. Sahih ist das Stärkste, was es gibt. Sahih ist das stärkste Hadith. Eine Frage. Bruder, da kann man keine Fragen stellen, da steht da drinnen. Oh, Leute, bitte. Ich bin doch selber vor, oder nicht? Wenn ich was anderes lese, sag mir das. Bruder, wenn ich hier irgendwas vorheuchel, sag mir das. Aber Bruder, du unterbrichst mich, bevor ich überhaupt was sagen will. Weil du einfach und eine Perspektive vertrittst. Woher willst du denn nicht wissen, dass deine Meinung beziehungsweise vielleicht falsch interpretiert wurde? Ich würde dir wirklich ans Herz legen, ja? Ich würde dir wirklich ans Herz legen, wenn du wirklich sagst, ey, guck mal, der Islam ist gefährlich bzw. schlecht, rassistisch, dementsprechend so eine Sache. Wenn du wirklich überzeugt bist davon, soll ich dir ehrlich sagen, was du machen kannst, um dich noch mehr zu überzeugen, dass du recht hast? Geh nicht zu irgendwelche so, hier diese 0815 Leute auf Straße oder so eine Leute wie mich, hol die nicht in die Chats. Ich sag dir ehrlich, lass mich nur ausreden und dann sag, was du willst, Bruder. Willst du eine gute Meinung, ja? Willst du die Wahrheit wissen, wenn du sagst, ey, das in Sahih, guck mal, wie rassistisch die sind und guck mal, hier habe ich noch ein, zwei andere Sachen und guck mal hier, wie was für schlechte Menschen das sind, ja? Was für eine Moral die predigen? Dann geh wirklich mit diesen kompletten Informationen, diesen Stichpunkten, geh in eine Moschee, geh zu einem Gelehrten und schau, was er sagt, weil das, was du sagst, hier, dass ein Schwarzer aus der Sklaverei kommt und er soll zuhören und gehorchen, egal von wo er kommt,
und sei sein Kopf, sieht er auch so oder so aus. Bruder, ich sag dir ehrlich, du, das ist ein bisschen, du übertreibst ein bisschen, ich sag dir ehrlich, Bruder. Ich bin mit dir, ich sag dir, es gibt's. Dynamit, Bruderherz, Dynamit. Ich will jetzt kurz was sagen. Dynamit. Ich bin der Allerletzte. Ich bin der Allerletzte, der diese Quellen nicht prüft, bevor er es ausspricht. Ich habe es geprüft, es passt 1:1. Es ist Sahi. Sahi. Authentisch. Sahi. Authentisch. Das kann man nicht leugnen. So, und dann steht noch drinnen, Allahs Messenger, Mohammed Sallallahu, guck mal, ich schluck sogar Wörter. Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam said, you should listen to and obey your ruler, even if he was an Ethiopian black slave whose head looked like a raisin. Bruder, der hat vorhin gemeint, dass Bilal, der Sklave, nachdem Mohammed die Sklaverei abgeschafft hat, frei war. Ich habe hier vor mir das Buch Sahih al-Bukhari liegen. Mach, schlag es auf, wenn du kannst, Urban. Mach auf, schlag auf, Urban, wenn du kannst. Und wir können hier, die haben mir selbst diese Freiheit nicht gegeben. Ich fahre jetzt in meine Quelle rein, in meine Werkstatt rein und dann öffne ich das Buch. Ich setze mich nochmal kurz hin. Ich habe das Buch. Und natürlich finde ich die Seite, Leute, Bilal ist mein Thema. Leute, ich habe mich lange mit Bilal... Bilal radiallahu anhu war der erste Muaddin im Islam, also er war quasi der erste Mensch, der den Gebetsruf laut ausgerufen hat, dass die Leute da zum Gebet kommen, und der war ein Schwarzer und man hat ihn darum gebeten, dass er das macht, weil er so eine powervolle Stimme hat, und der kam aus der Sklaverei, der hat sich gegen diese Unterdrückung gewehrt und hat weiterhin bezeugt, dass es keinen Gott gibt außer Allah. So, Bilal, Seite 209. Alles gelogen. Alles, was ihr über Bilal sagt, ist gelogen. Alles, weil eure Schriften sagen, er wollte selbst Freiheit. Und nach dem Tod des Propheten ist er zu Abu Bakr und sagt, kann ich nicht frei sein? Die haben gesagt, nein. Er war, also um das besser zu erklären, Bilal war sein Leben lang ein Sklave. Richtig. Um das nochmal besser zu sagen, Bilal war noch nie frei. Warum war dann Musa a.s. ein Prophet? Er war doch schwarz. Also Musa war ein Jude, wo war er schwarz? Das stimmt nicht, der war nicht schwarz, Mann. Woher kommt das? Du willst oder nicht, du kannst mir nicht sagen, was meine Religion mir sagt. Warum, seit wann ist aber Musa? Das ist der Wahnsinn. Musa a.s., der Prophet. Leute, lass mich bitte vorlesen. Ich erlaube niemanden, gegen ihn schlecht zu reden. Das macht mich groß, Urban. Musa a.s. war mein Prophet und er war ein Schwarzer. Okay. Ja, das werden wir ja gleich. Unser Prophet, der war niemals schwarz. Mein Prophet war ein Schwarzer. Okay, das werden wir ja gleich sehen. Jetzt alle kurz stummen. Wir gehen in die Quellen rein und dann können wir ja lesen, weil die Quellen sind ja die Wahrheit. Ne? Wir wollen ja jetzt nicht vom Thema abkommen. Urban, du hast die Bühne. Ich habe dich jetzt groß gemacht. Ne? Ja, Ara. Leute, ich bin in mein Arbeitsauto, bitte entschuldigt mich. Hier. Bilal bittet Abu Bakr um seine Freilassung. Hier ist die Quelle, Sahih al-Bukhari, Band 3, Buch 57, Hadith 99. Quelle Qais berichtet, Bilal sprach zu Abu Bakr, wenn du mich für deinen Nutzen gekauft hast, dann behalte mich, damit ich dir dienen kann. Doch wenn du mich um Allahs Willen gekauft hast, dann... Leute, könnt ihr ihn noch hören? Ich glaube, Internet ist nicht so gut, oder? Oder ist es mein Internet? Schenke mir die Freiheit, damit ich Allah dienen kann. Das heißt, hier muss Bilal nach dem Tod des Propheten Abu Bakr um seine Freilassung beten, obwohl er Muslim war. Es gibt keinen Sklaven... Bruder, es gibt keine Sklaven im Islam. Es gibt's. Guck mal, Dynamit steht da drinnen, Bruderherz. Er steht da drinnen. Er war Sklave. Das kann Band man nicht gut drehen. Kann man Band gut drehen. Sahih al-Bukhari. Das steht in dem Buch. Band 3, ich bezeuge, dass 7, es in diesem Buch steht, ja. Ich sage nicht, dass es da nicht steht. Ich bin kein Heuchler. Aber ich will dich was fragen, Flex. Sei aber ehrlich. Nicht zu mir, sondern zu dir selber.
Glaubst du wirklich, der Islam ist rassistisch? Wenn ich dir die Frage beantworten kann, gerne. Ich bin jetzt nicht der Allwissende, aber let's go. Ich will nur wissen, ob du wirklich fest davon überzeugt bist, dass der Islam rassistisch ist. Ob du wirklich fest davon überzeugt bist. Ich sag dir ehrliche Antwort, nach den authentischen Quellen, die ich gelesen habe, ja. Oder vergiss mal bitte diese Quellen, ja. Lass mal diese Quellen auch in deinen Kopf, behalt die in deinen Kopf. Aber glaubst du wirklich, der Islam predigt Rassismus? Nicht, was da steht oder sonst was. Glaubst du, die Muslime wirklich, die sind wirklich so tiefherzig rassistisch? Ja, also was ich jetzt erlebt habe, ja. Bruder, Wallah Billah, du bist King. Du hast einen richtig schönen Bart. Du bist Playboy. Du siehst richtig gut aus. Omar, dank Allah dafür, dass der schwarze Junge nicht sein Sohn ist. Warte, lass den mal ausreden. Lass den mal kurz ausreden. Ja, Dynamit, nochmal, wiederhole. Ich schwöre auf Allah, Bruder, du siehst gut aus und so. Bruder, du hast einen schönen Bart. Du bist Playboy, Bruder. Ich sag dir, du bist ein schicker Typ. Ich schwöre auf alles, Bruder, ich lüge dich nicht an. Sag, Bruder, ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dich wirklich weiter informierst. Dicker, verlier nicht diese Weg zum Islam. Wenn du anfängst halt so erstmal zu denken, das ist rassistisch, egal, Hauptsache du hast es in deinem Kopf, weißt du, was ich meine? Guck, informier dich, Bruder, weil ich schwöre, du bist ein richtig guter Mensch. Ich merke das, weil du bist nicht einer, der zum Beispiel rassistisch uns gegenüber ist, der uns beleidigt. Nein, bin ich auch nicht. Der nicht sachlich ist oder sonst was. Du bist richtig korrekt, du bist stabil, Bruder. Du bist eine Maschine. Ich schwöre, Bruder, danke. Du bist stabil. Ich küsse dein Herz, Bruder, du bist ein Wahrer. Ich möchte wirklich aber von dir, weil du so stabil bist, Bruder, informier dich weiter. Informier dich über Muslime, informier dich über den Islam. Rede mit Leuten, die Ahnung haben, Dicker. Ruf in irgendwelchen Sendungen bei denen an. Sag denen, ey, ich mag euer Glauben nicht und ich will das hier nochmal bestätigt haben. Rede mit denen, Dicker. Ja. Aber wenn ich das anspreche, werde ich gleich als B bezeichnet, mit dem B-Wort, also BIM, und dann denke ich mir so, oh, okay. Weißt du, was du ihm dann sagst? Dann sagst du ihm hier, du bestätigst, dass du ein Rassist bist. Verstehst du das? Ja. Und so, also du gehst deine Etappen durch, guck mal, die Schwarzen sind durch über 300 Jahre Sklaverei gegangen. Die sind durch über 300 Jahre Sklaverei gegangen, Bruder. Okay? Liebe Leute, ich will euch mal anhören, kann man nicht vergleichen. Die haben gelitten, Bruder, die haben richtig gelitten. Ich bin mit dir, Bruder. Deswegen, Bruder, glaub mir, der Islam, der ist für jeden Menschen eine so Herzenssache. Für mich, ich würde niemals deinen Worten kann ich über meinen Propheten Jesus reden lassen oder Musa, der schwarz war. Ich liebe alle meine Propheten. Denamit. Vielen lieben Dank für deine schönen Worte an Flex. Dem kann ich eigentlich nichts dazufügen. Gottes Segen fordere ich schon mal an euch alle, liebe Leute, und hier auch am Chat. Lieber Dynamit, wirklich, also du gibst sehr schöne Worte von dir, das ist begrüßungswert, sehr schön. Aber wie ist es, mein Lieber, du sagst, es gibt keinen Rassismus im Islam. Wie ist es, wenn es doch so sein sollte und doch dieses Rassismus geben sollte, was machen wir dann, lieber Dynamit? Ich meine, du bist hier im Westen aufgewachsen, du hast eine ganz schöne Ideologie, das ist schön. Wie gesagt, das freut mich sehr, wirklich absolut. Aber du sagst eben, der Islam ist friedlich und der ist nicht rassistisch und der zwingt niemanden. Wie ist es, wenn wir dir beweisen können, aber dass das nicht so ist? Was sagst du damit, mein lieber Dena? Wenn du mir beweisen kannst, dass der Islam rassistisch geprägt ist gegenüber einer bestimmten Ethnie, so wie zum Beispiel den Schwarzen, beziehungsweise den Christen, Juden oder Andersgläubigen. Was meinst du? Was würdest du dann dazu sagen, lieber? Ich bin einverstanden, dass ich würde nicht an meinen Glauben glauben, so wie ich an ihn glaube. Ich würde nicht daran glauben. Ich weiß, dass mein Glaube... Warte. Dynamit? Es ist mein Glaube. Du bist doch ein Albaner, oder? Es gibt eine Sura aus dem Koran, die sagt zu mir: Ich habe mein Glaube und du hast dein Glaube. Verstehst du? Denamit, ist richtig. Bist du ein Albaner oder? Ich bin ein Muslim. Ist egal, von wo ich komme. Bist du ein Albaner, aber trotzdem interessiert mich. Ich bin ein Arabier. Nein, ich bin kein Albaner. Was bist du dann? Araber. Bruder, bei mir ist eine lange Geschichte. Ich bin ein in Deutschland Geborener. Tamam. Also ich kann dir sagen, in der Sure 9, 29 ist Rassismus drin beinhaltet. Absolut gegen Nicht-Muslime. Dein Koran befiehlt, Nicht-Muslime zu bekämpfen. So. Sure 9, Vers 29. Pass auf. Das machen wir ganz einfach.
Gut, Flex, mein Lieber, könntest du mich vielleicht. Yeah. Weil. Jay, möchtest du hochkommen? Weil Jay hat irgendwas. Lieber Dynamit, wir wollen absolut nur mit Quellen an die Sache ran. Ja, Bruder, ich lese vor für dich. Jay, ja. Möchtest du hochkommen? Okay, lies kommt hoch. Ja, ich mach dich groß. Let's go. Ja, ich wollte nur ganz kurz einwerfen, der Nafri wollte schon ganz lange hoch, aber Nafri, ich glaube, er macht bewusst dich nicht hoch, weil nicht zu viele durcheinander sprechen sollen. Deswegen wartet er wahrscheinlich, bis die hier mit dem Thema vorbei sind, Nafri, und dann kannst du sehr gerne hochkommen. 30 Jahre, die Juden sagen, Osiris Allahs Sohn. Soll ich vorlesen oder willst du vorlesen? Al-Masih, Allahs Sohn. Das sind ihre Worte aus ihren eigenen Mündern. Sie führen ähnliche Worte wie diejenigen, die zuvor die ungläubig waren. Allah bekämpfte, wie er sich abwendig machen lassen. Komm mal, Bruder. Dynamit. Lies hier bitte. 29. Lies mal du selbst, Bruder. Ich muss dir das nicht vorlesen. Lies mal du selbst. Also, okay. Sure, Bruder, die ganze Sure. Und dann zeigst du mir das nochmal, weil ich glaube nicht, dass du dich das dann traust, deinen Finger nochmal darauf zu zeigen, wenn du die ganze Sure liest. Ich glaube nicht, dass du das nochmal zeigen willst. Warte, Dynamit, von wo soll ich vorlesen? Von wo? Sag es mir. Guck mal, im Koran steht, man soll sogar die Ungläubigen verfolgen, wo immer sie auch sind, ja? Ja, aber in welchem Zusammenhang, in welchem Kontext? In dem Kontext, dass, wenn ich zum Beispiel, ja, ein friedlich lebender Mensch bin, in einem Land, zum Beispiel mit vielen Muslimen, und jetzt stellt sich die Staatsgewalt, ja, die Staatsmacht stellt sich gegen Muslime und sagt, ja, ey, wir müssen die alle umbringen und so weiter, ja, dann ist es dir erlaubt, darauf zurückzugreifen und zu sagen, ey, ich verteidige mich. Nein, Koran ist immer gültig, das ist immer gültig, da kann man nicht sagen, ach, erst dann kann man zurückgreifen. Also darf ich jetzt auf der Straße hier willkürlich Leute Schaden zufügen, weil sie ungläubig sind? Ja, dazu, mein Bruder. Dann habt ihr was falsch verstanden. Dynamit. Jetzt mal, schau her, mein Lieber. Schau her, das ist eine Philosophie eurerseits. Der Koran ist immer gültig. Das ist nun mal ein Fakt. Und diese Sachen haben weder Christen noch Juden da reingetan. Das ist euer Koran. Und wir können auch die Tafsir. Pass auf, mein Lieber. Wir können auch die Tafsire dazu hinziehen, eure Gelehrten. Genau. Die Gelehrten bestätigen das auch. Also von dem her darf man, schau her, der Koran, also es heißt ja auch, wenn Muslime das nicht annehmen und verdrehen sollten, dann sind sie Munafiqin. Also Munafi. Ja. Ein verstehst Munafi, du? Also von Heuchler. Sag mal, dann Aram. Dann blende doch den Tafsir dazu ein. Warum blendest du nicht den Tafsir ganz groß dazu ein? Blende doch, was das bedeutet, in welchem Zusammenhang, für ein Kontext dahinter steht. Weil guck mal, absolut. Ein Aufruf zu Gewalt kann da nicht drin stehen, weil dann würde das nicht von der Religionsfreiheit abgedeckt sein. 27 Tötungsbefehle gegen Ungläubige. Doch, Bruder, bitte. Lass du einen Moment, einen Satz geben, bitte. Wallah, flexen, wenn du willst. Ruf mich einmal an über Cam. Ich mach nicht gerne vor richtig viele Zuschauer mein Cam an. Ich rede mit dir von Gesicht zu Gesicht. Ich hab keine Angst, Bruder. Ich schäme mich auch nicht, weil du bist korrekt, Bruder. Und ich sag dir. Bruder. Der denkt, du bist schwach und würdest dich labern lassen. Er ist nicht schwach, Bruder. Er ist nicht schwach. Wenn du dem erzählst, er hat einen schönen Bart und er ist ruhig ums Maul. Warte kurz, Leute. Gib ihm nur kurz die Möglichkeit, dass er reden kann, weil ich habe ihn jetzt gar nicht mehr verstanden. Jetzt nochmal. Flex, ein Appell nochmal daran, wie gesagt, du bist nicht voller Hass in dir, sondern du hast einfach nur falsche Informationen, an die du dich klammerst, weil du möchtest, dass es richtig ist, so wie du das, ich sehe, das ist das, was ich sehe und das ist meine Meinung, vielleicht ist das falsch, aber nochmal, Bruder, glaub mir, informier dich ein bisschen, der Islam, Bruder, die würden sich richtig freuen über dich, die würden sich so freuen, du bist Maschine, können Bruder. Wir jetzt bist eher mal den Tafsir dazu angucken? Du bist ein guter Mensch. Du bist nicht voller Hass. Man sieht es, du bist nicht voller Hass. Nein, ganz voller Hass. Dynamit, jetzt bitte, Dynamit. So wie andere, Dynamit. Würdest du mir hier. Wollen wir sachlich diskutieren? Wollen wir sachlich aus den Schriften lesen? Oder diese letzte Nachricht an den Hostar. Ich habe den Tafsir gefragt und gehst jetzt raus. Oder wollen wir einfach philosophieren?
ich kann nicht Sachen sagen, die ich nicht weiß. Ich kann nicht über mein... Guck mal, ich kann dir zum Beispiel sagen, ich kann dir sagen, mein Prophet Musa a.s. war schwarz, weil ich habe hundertprozentige Überlieferungsquellen, die das bestätigen. Den damit. Aber wenn den ich damit. Was den weiß, damit. Lass mal den Musa jetzt gerade weg. Wenn ich etwas nicht weiß, dann darf ich nicht antworten. Ich darf gar nicht antworten. Ja, aber deswegen habt ihr ja... Deswegen nochmal, fragt jemanden, der das weiß, weil jemand, der das nicht weiß, der darf eigentlich gar nicht antworten. Das ist dem verboten. Ich kann dir keine Fehlinformationen geben. Damit der Islam kommt. Warte, du sagst, du bist unwissend und möchtest Flex in den Islam holen mit deinem Unwissen oder was? Nein, ich möchte, dass er sich informiert. Einfach nur weiter informiert. Immer weiter. Von wem? Er soll sich an seine. Ganz kurz, Leute, stummt euch mal kurz. Aram, ganz kurz, Aram. Dynamit, oh, das ist so schwierig, ey. Mir fehlen schon selber die Worte. Also er ist nett, der Dynamit ist nett, der Bruderherz, das ist alles gar kein Problem. Aber Bruderherz, das sind keine Falschinformationen, das sind authentische Quellen. Okay, Bruder, dann muss ich das anders formulieren. Du nimmst das anders wahr. Du musst wirklich versuchen, nimm diese Quellen und wirklich informier dich bei Leuten, die Wissen haben, die wirklich Ahnung haben, da reden. Nicht nur Woher weißt du, dass er das anders wahrnimmt? Lass mich doch ganz ausreden, warum wollt ihr dann jedes Mal mich unterbrechen? Denamit, du redest die ganze Zeit und dann sagst du, warum wollen wir dich unterbrechen? Du bist einerseits sagst du zum Flex, komm rüber. Es ist eine wunderbare Religion, ne? Und andererseits sagst du, ich bin jetzt hier nicht belesen, ich kann und darf nicht darauf antworten. Wir haben die Quellen, du kannst sie auch haben, die sind ja da. Sei ehrlich zu dir selbst und zu allen anderen auch, mein Lieber. Diese Sachen stehen nun mal in euren Tafsiren, das sind eure Gelehrten, und wenn ihr eure Gelehrten nicht annehmen tut, das ist euch überlassen, dann müsstet ihr sie ja eigentlich total verbannen und ausradieren. Und genauso im Koran, in der Sure 9, Vers 29 stehen nun mal diese Sachen, dass ihr uns bekämpfen müsst. Ihr müsst sogar uns bekämpfen. Dazu gibt es einen Also Kontakt, von dem her, also bitte den damit, jetzt erklär mir, wenn da drin steht, bekämpft diejenigen, die wo nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben, wo ihr immer sie sehen tut, erklär mir jetzt, was Rassismus bedeutet. Dieser Kontext also, ist im Zusammenhang mit einer Verfolgung von Muslimen. Und das ganz kurz, Leute, an die ganzen Frauen, ich brauche Moderatorinnen. Wer kann hier für mich übernehmen? An die christliche Community. Wer kann? Ich verteile jetzt erstmal Moderatorrechte. Aber nur stummen, wenn beleidigt wird. Natascha, wer will? Und danach würde ich gerne mal einen kleinen Text vorlesen hier, der an ganz deinen klar... An deinen anderen Vorwurf, weil ich sage, ich weiß es nicht. Es gibt einen Gelehrten, der mal gefragt wurde, was ist die häufigste Antwort, die du mal gegeben hast? Also was du am meisten sagst. Er sagt, ich weiß es nicht, ist die häufigste Antwort, die ich gegeben habe, weil ich traue mich nicht, etwas Falsches über meine Religion zu sagen. Ein Gelehrter. Er sagte, die häufigste Antwort, die ich gegeben habe, war, ich weiß es nicht, weil er Angst hatte, eine Fehlinformation weiterzugeben aus dem Islam. Flex, ich schwöre mich jetzt raus, Bruder, du bist ein richtig korrekter Typ. An alle Leute hier, ey, war korrekt mit euch, war nett, cool. Hat mich geschafft. Aber möchtest du mich kurz noch da Gottes mitlegen? Segen. Warum willst du hier nicht mitlesen? Ich muss jetzt leider raus. Hier steht ein Kumpel, der will mit mir ganz kurz wohin. Und Flex, ich würde auch mit dir, wenn du aus Berlin bist, ich würde mich sogar mit dir treffen oder wenn du aus der Nachbarstadt bist. Oder ich bin auch ein ganz normaler Typ mit meinen Fehlern und Macken. Informier dich, glaub mir, Bruder, lass dich nicht so. Wenn ich darf, darf ich dir einen Ratschlag geben? Der ist jetzt schon rausgegangen. Lies bitte deinen Koran und komm wieder hier rein und diskutiere sachlich bitte. Also nicht ich verstehe nicht, wie man allgemeingültige Verse so wegdiskutieren kann. Sure 9, Vers 29 bekämpft jene der Schriftbesitzer, die Juden und die Christen, die nicht an Allahs und den jüngsten Tag glauben und nicht verbieten, was Allah und sein Gesandter verboten haben und nicht dem wahren Glauben folgen, bis sie sich unterwerfend die Steuer freiwillig entrichten.
Also das ist ein allgemeingültiger Vers, da ist nicht, wir wurden verfolgt. Man kann den Kontext gerne dazu lesen. Also bitte, das ist doch nicht kein... Das sagt kein Gelehrter, das ist während des Krieges... Kannst du jetzt Nafri bitte hochholen, bevor er noch 37 Millionen Mal das schreibt? Gleich. Timotheus, wenn du noch was sagst, möchtest du unten noch chillen? Ich hol dich hoch, falls du irgendwas beantworten möchtest oder so. Ne? Du kannst kurz runtergehen, stell nochmal eine Anfrage und ich lasse dich auf Anfrage dann so lange, okay? Alles gut, Bruder. Ich gehe jetzt zu meiner Tochter. Ich habe jetzt Besuch, Zeit. Ich danke dir, dass ich hochkommen durfte. Vielleicht später nochmal. Ich wünsche euch alle Gottes Segen, auch die hier im Chat sind. Tochter. Dankeschön, die ihr im Chat sind und alle Muslime. Ich wünsche auch euch Gottes Segen. Möge der Herr Jesus Christus eure Familie beschützen. Amen. Ja. Okay, Segen. Amen. Amen. Tschüss. Gott Segen. Ich kann auch untergehen. Wenn du Quellen brauchst, ich bin auf Arbeit, kannst du mich gerne hochholen. Ja, Urban, möchtest du oben bleiben oder was ist jetzt? Wenn du willst, gehe ich auch runter. Ich weiß ja nicht, wie dein Content ist, das meine ich. Wenn nicht, nein, alles gut. Im Kopf. Du kannst sowieso oben bleiben, ist ja gar kein Problem, weil du hast ja immer gleich alles parat. Ich muss dann immer wieder einschalten, reingehen. Deswegen kannst du gleich hier oben bleiben. Wenn du noch einmal schreibst, nimm mich bitte hoch, Nafri, dann nehmen wir dich aus Prinzip gar nicht mehr hoch. Ich habe dir schon dreimal gesagt, du sollst bitte warten und nicht spammen. Ich habe schon siebenmal zu Flex gesagt, nimm ihn bitte hoch. Du musst das nicht noch 70 Mal schreiben. Ja, wir nehmen ihn gleich hoch. Aram, wir können gleich loslegen, Aram, okay? Ganz kurz. Ja, ja. Ich mache mich kurz groß und dann, das ist schon mittlerweile sehr, sehr anstrengend, ja, wenn das so viele Leute da sind und dann alle Anfragen stellen, wird es immer schwieriger. Das merke ich auch langsam. Okay. Also, dann holen wir den Nafri mal hoch. Mal gucken, was für eine Philosophie jetzt kommt ohne Quellen. Bin ich mal gespannt. Übrigens, Leute, Nafri ist mein Landsmann, ist aber Moslem. Den muss ich noch mal ein bisschen ohrenlang ziehen, den Kerl. Ich dachte, ihr seht die Nachricht nicht zu ihm, alles gut. Ja, schalt mal deine Kamera an und hör auf. Kamera an. Und ihr Schakalankwa. Obaha, oh ihr Schakala macht Ansage und so. Guck mal! Was ist oben? Dann sollte sie dich auch entspannen. Die Pause, Julia, da kenne ich Du bist auch stumm! Du bist stumm, Nafri. Du bist auch stumm. Reden, du bist stumm. Da ist der endlich oben, da macht er sich stumm. Ich wollte nur was dazu sagen. Rudi, Kann ich was zu sagen, Bruder? Diesen Hadith, was du erwähnt hast, ne? Sagen, Bruder, ey, diesen Hadith, was du erwähnt hast, weißt du, was damit gemeint ist? Weil damals die Araber, die haben ja viele, das waren ja Götzenanbeter damals, bevor der Islam gekommen ist. Und die haben ja Sklaven gehabt aus Äthiopien. Ne, das für die waren ja beispielsweise Schwarze ja keine Menschen etc. Ne, weißt du? Und der Prophet meinte, wenn ich einen Führer setze, ob das ein Sklave, der aus Äthiopien kommt, und auch wenn er eine Rosinenköpfe hätte, müsste ihn trotzdem als Führer anerkennen. Das ist damit gemeint. Nicht, das ist nicht gemeint, dass die Rosine, dass wir schwarze Rosinenköpfe haben, sondern er meint, auch wenn er Rosinenkopf hat, müsste ihm sogar folgen. Bruder Habibi. Was ist Tafsir? Das ist nur auf Englisch, das steht sogar, wenn ich einen Führer einsetze, der ein äthiopischer Sklave ist und auch wenn er einen Rosinenkopf hätte, müsst ihn folgen. Das heißt nicht, dass Schwarze, dass er meint, dass Schwarze. Wie viele Schwarze kennst du, die einen Rosinenkopf haben? Deswegen okay, dann überleg mal. Du hast eine Antwort, hast du selber. Du hast eine Antwort. Wie viele Schwarze kennst du, die Rosinenköpfe haben? Ich kenne keinen einzigen. Weißt du, wie eine Rosine das aussieht? Das ist ja damit gemeint. Dann müsste der Schwarze 600 Jahre alt sein, damit sein Gesicht wie eine Rosine aussieht. Guck mal, er hat nicht gesagt, dass Schwarze Rosinenköpfe, sondern er meinte auch, wenn die Rosinenköpfe hätten, müssten ihm folgen. Verstehst du? Ja, auch wenn. Genau, auch wenn. Das ist doch keine Beleidigung. Aber was ist das für eine Sprache? Wir reden ja vom Prophet Gottes. Das ist keine Beleidigung. Das ist keine Beleidigung. Das ist dann nennen wir bitte einen Schwarzen, den Rosinenkopf hat. Ganz kurz, Leute. Ich sage Ihnen kurz was. Udir Nafri. Nein, Udir auf Deutsch, weil sonst kommen wieder deine Leute wieder auf irgendwelche Sachen. Udir auf Deutsch, Bruder.
Warte kurz, Ascher. Nafri. Ja. Nafri. Bruder Habibi, ich verstehe, was du meinst. Ja, Habibi, nur mit Pässe mit dir Habibi, oha. Du bist doch mein Habibi oder bist nicht mein Habibi? Nenka Habibi, unje Kremoni, hör auf, Mann, mit dir. Habibi, Habibi, Habibi. Ey, nur noch. Guck mal, ich wollte noch was dazu sagen, wenn Aram, was Aram vorgelesen hat, ne? Warte, Nafri, ja, Semnume, Kanusse, Penimuka, Semmatie. Bruder, ich schalte meinen Kopf ein, ich weiß, was ich mache. Weißt du? Das ist, diese Religion ist nicht rassistisch. Ne, deswegen, guck mal, wenn jemand sagt, oh, egal, lass mal diesen Thema jetzt. Aram, guck mal, ich wollte was dazu sagen, ne? Ja. Du hast in Sure vorgelesen. Lies mal Sure 60, Vers 8 und 9 vor, bitte. Nafri. Nein, warte bitte. Lies mal Sure 60, Moment. Vers 8 und 9, bitte. Lass mich nur zwei Sätze bitte diesbezüglich sagen. Schau mal hier, mein Lieber, diese Sachen, die wo wir vorlesen, die sind im Koran. Da kannst du jetzt nicht sagen, alles lies mal gut. Sure 60. Ich verstehe dich, deswegen lies mal Sure 60, Vers 8 und 9, bitte. Nur das, bitte. Nur das will ich. Dann gehe ich wieder runter. Sure 60, Vers 8 und 9. Nur das, bitte. Wenn du ein Mann bist. Sure, ich bin ein Mann. Okay, dann lies bitte vor. Sure 60, Vers 8 und 9. 60. Vers 8 und 9. Man hört sich nicht, Fleck, du bist auch stumm. Aber was hat mit Sure 60 mit dem hier zu tun, Bruder? Du wirst gleich verstehen. Er soll es mal bitte vorlesen. Mach einmal, kurz groß. Mach einmal. Okay. Okay, ich mach dich groß. Sure 60, Vers 8 und 9. Ich muss eine Brille aufsetzen, Jungs. Oh, lies mal bitte vor. Ganz kurz. Allah verbietet euch nicht gegenüber denjenigen, die nicht gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch nicht aus euren Wohnstätten vertrieben haben, gütig zu sein und sie gerecht zu behandeln. Gewiss, Allah liebt die Gerechten. Er verbietet euch nur diejenigen, die gegen euch der Religion wegen gekämpft und euch aus euren Wohnstätten vertrieben und eurer Vertreibung Beistand geleistet haben, zu Schutzherren zu nehmen. Diejenigen, die sie zu Schutzherren nehmen, das sind die Ungerechten. Verstehst du, was ich meine? Der ist abrogiert. Wurde er abrogiert. Guck mal, das ist, und das meine ich mit euch. Guck mal, mit euch braucht man gar nicht zu diskutieren. Ist doch ein Tafsir dazu. Ja, okay, ich nicht. Guck mal, du musst mir die Sachen nicht erklären, der das gerade gesagt hat, abrogiert. Der wurde nicht abrogiert. Hör mal zu, der wurde nicht abrogiert. Ja, aber was hat das? Aber Nafri, das hat er noch nicht. Zwei widersprüchliche Verse im Koran haben, da zählt der als nächstes gekommen ist, richtig? Nein, guck mal, derjenige, der wenn davor drin war. Zwei widersprüchliche Verse im Koran das haben. Das sind keine Widersprüche. Doch, ein Widerspruch heißt, bekämpfe alle, und er sagt, bekämpfe sie nicht. Und das ist das, was der Kollege... Ja, und Sure 8 und Sure 9, da kam die Sure 9 später und das ist die Abrogation. Habibi, guck mal, das hat der Typ euch versucht zu... Also der Bruder, der da vorher drinnen mit Flex geredet hat, hat euch versucht zu erklären, dass der Koran ist, nach einer Situation handelt man. Das heißt, jede Vers, was gekommen ist, ist nach einer Situation gekommen, wie man vorgehen soll. Das hat der Versuch, euch zu erklären, aber ihr habt es nicht verstanden. Dass ihr denkt, dass diese Verse überall gemeint sind. Okay. Alles gut. Das ist Sure 19, Vers 83. Was sagt er hier, Nafri? Kannst du das lesen, bitte? Ich kann nicht... Wo? 83. Siehst du nicht, dass wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie sie heftig aufreißen? Ja. Ich lese euch eine Sache vor. Was wollt ihr damit sagen? Ich lese euch eine Sache vor. Was willst du jetzt darunter nicht verstanden haben? Wir die Satane gegen die Ungläubigen gesandt haben, damit sie sie heftig aufreißen? Aufreizen. Ja, aufreizen. Ja, was ist damit gemeint? Was heißt es, wenn dein Allah die Satane auf uns setzen tut? Was hat das zu bedeuten? Die kommen wahrscheinlich, um uns zu streicheln. Nee, das hat bestimmt einen Grund, weil wenn die Menschen nicht glauben und nicht an Gott glauben, Gott macht, was er will. Gott kann machen, was er will. Er hat die Erde. Dann schickt er die Satane, damit wir noch mehr im Glauben geraten. Ja, wenn Gott was das macht sagt, der Iblis, halt wenn Allah die Satane schickt? Welche Aufgabe hat dann der Iblis, wenn Allah ist der die Satane schickt? Guck mal, das ist damit gemacht, Gott hat doch alles doch erschaffen, richtig? Gott hat doch den Teufel erschaffen, richtig? Gott weiß, was er macht. Gott hat den Teufel nicht als Teufel erschaffen. Wie bitte?
Unser Gott hat den Teufel nicht als Teufel erschaffen. Ja, nach eurer Ideologie, nach unserer Ideologie. Wie ist Iblis abgefallen im Islam? Wie ist Iblis abgefallen? Bei uns, Iblis war kein gefangener Engel, sondern Iblis. Leute, ich muss kurz was vorlesen für dich, Nafri. Ja, weil du immer noch nicht glauben möchtest. Ja, also. Ich glaube dir, aber. Warte, das ist der Al-Isra. Al-Isra 33. Lies dir das selber vor. Al-Isra 33. Ja. Nimmt kein menschliches Leben, das Allah geheiligt hat, es sei denn, es handelt sich um ein gesetzliches Recht. Wenn jemand zu Unrecht getötet wird, haben wir sein Erben die Vollmacht gegeben. So. Aber lasst die Grenzen der Vergessung nicht überschreiten, denn sie sind bereits durch das Gesetz unterstützt. Nafri, ganz kurz. Schau mal lieber, diese Sure 19, Vers 83. Schau mal, Nafri, das ist jetzt die Sure 19, Vers 83. Jetzt lesen wir bei Ibn Kathir nach. Ne? Habt ihr nicht gesehen, dass wir die Teufel auf die Ungläubigen geschickt haben, um sie dazu zu bringen, andere anzugreifen? Und sein Ausspruch, habt ihr nicht gesehen, dass wir die Teufel auf die Ungläubigen schicken, um sie dazu zu bringen, einander in Versuchung zu führen? Ali ibn Abi Talha sagte auf die Autorität von Ibn Abbas, ihr versucht sie mit Versuchung. Also, du hetzt sie gegen Muhammad und seine Gefährten auf. Mujahid sagte, reiß sie in Stücke. Al-Qadada, er stört sie so sehr, dass sie Gott nicht mehr gehorchen. Al-Sufyan sagte, du führst sie in Versuchung und macht sie hastig. Also, schau mal her, mein Lieber. Ich meine, was hat das zu bedeuten, dass der Allah auf die Ungläubigen die Satanisch schickt? Was macht Iblis? Was ist seine Aufgabe? Kannst du uns das erklären jetzt? Wo ist Iblis? Nafri? Wo ist Iblis? Darf ich was dazu sagen? Ja, natürlich, bitte. Wo ist Iblis? Darf ich was dazu sagen? Man hört doppelt, ja, glaube ich, ne? Bitte. Du, geh mal nach Holz und Schrank, bitte. Man hört doppelt, glaube ich, ne? Du, geh mal nach Holz und Schrank, bitte. Man hört doppelt. Nafri, geh einmal raus und wieder Nafri, rein. Nafri, einmal raus, rein, ja. Allah. Nein, du musst Tafsir sagen, weißt du? Er arbeitet mit dem Teufel zusammen. Es gibt auch in Sure 14, Vers 15, ja? Ganz einfach. Sure 14, Vers 15? Ja. Moin, moin. Leute, hallo? Hört ihr mich? Ja. Okay, guck mal, und zwar geht's darum, Iblis, ne, Iblis ist der Anführer von den Satan, also von den Leuten, ob das jetzt Menschen sind, die Satan nicht an Gott glauben, oder ob das die Djinns sind. Die Djinns sind wurden aus rauchlosigen Feuer erschaffen, das sind auch Lebewesen. Und der Iblis ist der Anführer von denen. Verstehst du, was ich meine? Der war damals nicht schlecht, sondern der wurde schlecht. Er war einer. Iblis war einer, der war mit den Engeln. Er hatte so eine Stufe bei Gott erreicht, dass er mit den Engeln sein durfte. Und dann war Iblis ein Engel? Wie bitte? War Iblis ein Engel? Nein, er war kein Engel, er war ein Djinn. Er war kein Engel. Kannst du uns bitte die Sure zeigen, wie Iblis abgefallen ist, damit du das bestätigst, was du sagst? Wie abgefallen? Na, die Sure, wie Iblis zum Iblis. Also achso, dass er ein Djinn war? Das kann ich dir gerne zeigen. Nee, wieso Allah Iblis verflucht hat, wieso er ihn. Ja, weil Gott hat ihn befohlen als Respektform, dass er sich vor Adam knien sollte. Und richtig. Hat er das nicht gemacht? Ne? Dann hat Gott ihn wie bitte? Richtig. Kannst du die Sure nennen? Ich glaube, das war irgendwo in Al-Baqarah, glaube ich. Unser Community geschrieben, Iblis war so mächtig, dass Allah nicht wusste, dass er Aram, Bruder, kannst du bitte die Sure aufmachen, um dem Bruder mal zeigen, was das für ein Fehler ist mit Iblis? Ich kenne die nicht. Weißt du, welche das ist? Ich öffne, warte, ich gucke gleich mein Handy. Warte, guck mal, er hat gesagt, Iblis ist kein Engel, ne? Hat er selbst gesagt, was jetzt passiert. Guck mal, was jetzt passiert. Was für Sure war das? Welche? Vor Allah befiehlt Iblis, dich vor Adam zu knien.
Ich weiß jetzt nicht welche Sure das ist. Jungs, im Chat, weiß jemand von euch noch die Sure, welche das war? Ich hab das, glaube ich. Warte mal, ich suche das gerade raus. Okay. Mein Handy ist aber gerade richtig langsam hier. Warte bitte. Sure 7, Vers 11. Du meinst die Kuh, Vers 34, ne? Ja, die Sure 7, Vers 11. Lies mal, zeig mal bitte Aram, bitte, Bruder. Sure 7, Vers 11. Warte. Sure 2, Vers 34, der Bruder hat recht. Sure 2, Vers 34. Okay, 2, 34. Ja, Aram muss das zeigen. Leute, schaut mal. Er hat gesagt, Iblis ist kein Engel. Er ist auch kein Engel. Okay. 100%. Ja, 100%. Gut, dass du das sagst. Guck mal, als wir die Engel sagten, werft euch vor Adam nieder. Was? Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Wenn Iblis kein Engel war, was hat er hier falsch gemacht? Weil Allah hat gesagt, die Engel soll sich niederwerfen. Wenn Iblis kein Engel ist, was hat Allah falsch gemacht? Er war kein Engel. Aber Allah sagt, und wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder. Er sagte nicht, die Engel und die Feuerwesen. Warte mal. So, genau, was hat Iblis falsch gemacht? Iblis hat falsch gemacht, dass er sich niedergeworfen hat. Weil da steht ja, alle haben sich niedergeworfen außer Iblis. Lies mal weiter. Aber Allah sagt, die Engel. Ja, lies doch weiter. Allah sagt, die Engel sollen sich niederwerfen. Nicht alle. Nicht. Lies doch. Okay, wir lesen weiter. Allah gibt oben einen Befehl. Die Engel sollen sich niederwerfen. Die Engel. Genau. Was ganz hat genau Iblis falsch gemacht? Also ich lese ganz kurz weiter, weil der liebe Nafri meint, vielleicht wird das irgendwie entschlüsselt oder so oder anders rauskommen. Okay. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Warte mal. Guck mal, wir Muslime wissen, Engel, ne, die machen keine Befehl, wenn Allah dem was befehlt, die üben das aus. Die haben keine freie Wille. Verstehst du? Nein, das stimmt nicht. Doch, bei uns das sind Soldaten. Das sind Soldaten. Soldaten haben ihrem Vorgesetzten zu gehorchen. Trotzdem haben sie einen freien Willen, dem zu widersprechen. Nur werden sie dann bestraft werden. Nein, das stimmt nicht. Wenn ich in einem Raum bin, wo 10 Frauen sitzen und ein Mann, warum verleugnest du, was in der Sure steht? Du kannst es doch nicht verleugnen. Ich suche gerade die Sure, wo Allah sagt, dass Iblis ein Djinn war. Warte, ich suche das gerade. Ja, er hat das falsch gemacht. Er versteht das nicht, Leute. Aber ein Djinn ist kein Engel. Ein Djinn ist kein Engel. Okay, Leute, wartet mal. Leute, ganz kurz. Ich muss kurz komplett reingrätschen. On sait, Nafri, mais quand on gagne à Kassou, on sait, Moubouk, on sait, widersprüche, wo Makachlo, Dadabad, und Tia, Samno, Mekano. Bruder, das ist kein Widerspruch. Ein Widerspruch, na, Edien. Bema, Obika, Samma, Genie, Mayo. Hör zu, Bruder. Okay, wenn das kein Widerspruch ist, dann weiß ich nicht, was Widersprüche für eine Bedeutung haben. Genau. Also ganz ehrlich, Bruder, Nein, wir werden jetzt keine andere Sure machen. Warum? Warte mal, Jungs. Debi, warte kurz, Aram, ich rede auf Ghanesisch mit ihm, das ist viel besser, weil da ist die Harmonie am besten. Ganz kurz. Nafri. Jaise huri hurino. Ah! Guck mal, Brudi, es geht weiter. Warte mal bitte. Mach mal die Sure 19, Vers 50 auf. Bruder, wir sind gerade hier. Ich hab euch doch verstanden. Guck mal, es geht weiter, die Geschichte. Mach mal auf und dann liest mal, was da steht, bitte. Allah. Wenn ihr wahrhaftig seid, macht das.
Mein lieber Nafri, du kannst nicht heute ein Gesetz verabschieden und übermorgen unsere Buch ist so aufgebaut, man nimmt nicht nur ein Vers. Nochmal, geh mal auf Sure. Entschuldigung, Nafri, Sure 18. Nafri, wir haben hier jetzt diese Sure und diese Eier. So. Genau, es geht weiter, jetzt es wird das auf. Erklärt. Das meinte ich doch, guck mal, ihr wollt doch wissen, was das bedeutet. Guck mal, ihr wollt wissen, was das so bedeutet. Gott. Mach mal Sure 18, Vers 50 auf. Bitte. Oh, okay, kein Problem. 50. Okay. Nafri, wir machen gleich auf. Aram, mach ruhig die Sura auf. Ich will gucken, ob es überhaupt eine Verbindung hat. Genau, aber ich habe das Skript. Mach mal, Sura 18, Vers 50. Und lies mal, was da steht. Ja. Man nimmt nicht einfach einen Vers und sagt so. Man bringt alle Verse zusammen bei uns. Du lachst gerade. Wenn das für dich Logik ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Wirklich. Dann mach Sure 18, Vers 50. Dann kannst du gucken, ob das für dich logisch ist oder nicht. Wobei, also wenn die sich selber anlügen müssen, ist vorbei. Dann brauchst du das Gespräch nicht weiterzuführen. Also ich hätte schon keine Lust mehr. Ja, lies mal bitte. 50. Was steht da? Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er gehörte zu den Djinn. So Dankeschön. Was steht da? Er gehörte zu wem? Zu den Djinn. Okay, und das meinte ich. Er war kein Engel. Er gehörte zu den Djinn. Er war ein Djinn. Aber das widerspricht sich. Oh nein, er versteht widerspricht sich nicht. Weil da wurde in diesem Vers, was du ja vorhin gelesen hast, wurde nicht gesagt, was für eine Gestalt der war. Aber in diesem Feld wird wieder gesagt, was für ein Leben, also was für ein Gestalter war. Er war kein Engel. Allah sagt in dem Vers, die Engel sollen es tun. Oh Mann, bitte. Natürlich, Leute, du bestätigst uns ja damit. Aber damit bestätigst du das aber gerade, gell? Aram, geh nochmal ganz zurück und lies das nochmal vor. Weil damit bestätigst du das gerade, Nafri. Nein, sollen wir nochmal vorlesen? Diesmal nochmal vor, Aram, bitte. Bema. Aram, lies mir das mal bitte mal vor, bitte. Lass mal lesen. Lies mal bitte nochmal. Moment, was für Sure war das? Sure 18, Vers 50. Ja. Vers 50. 50, ja. 5-0. Okay. Und als wir zu den Engeln sagten, werft euch vor Adam nieder, da warfen sie sich nieder, außer Iblis, er gehörte zu den Djinn. Oh Leute, bitte, oh Gott, und um Himmels Willen. Allah. So frevelte er gegen den Befehl seines Herrn. Wollt ihr euch denn ihn und seine Nachkommenschaft zu Schutzherren anstatt meiner nehmen, wo sie euch doch Feind sind? Ein schlimmer Tausch für die Ungerechten. Ich habe sie wieder bei der Erschaffung der Himmel und der Erde noch bei ihrer eigenen Erschaffung zu Zeugen genommen. Ich nehme mir niemals die Irreführenden als Beistand. Also danke. So das ist keine, dieser, wie gesagt, die im Koran sagt ja, es gibt die Versen so, die widersprechen sich. Nein, man muss alle Verse zusammenbringen. Weil in Versen manchmal Allah... Nafri, belüg dich lieber. Belüg dich selber nicht, mein Lieber. Jetzt pass auf. Wenn du so daherkommst, dann erklär mir mal zuerst einmal die 124.000 Propheten von euch. Dann müssen wir ja eigentlich alle durchnehmen. Und bis du mal nur die Namen von deinen 124.000 Propheten gelesen hast, bist du schon 190 Jahre alt. Warte, also, erstens, hör auf, das, was du sagst, ist gerade falsch, weil die 124.000 Propheten wurden nicht mit Namen genannt, damit du auch Bescheid weißt. Ne? Aha, es wurde nur berichtet, dass es zu 124.000 Propheten gab, aber die wurden nicht alle mit Namen genannt. Das stimmt nicht. Aha. Ja, ist wirklich so. Aha. Dann liest du mir doch mal die 124 Propheten mal vor. Wir glauben ja nicht daran, dass es 124.000 Propheten gegeben hat. Aber du sagst, in unserer Religion gibt es ja 124 Propheten mit Namen, richtig? Dann liest sie mal bitte irgendwie vor. In euren Schriften stehen es gab 124.000 Propheten bei euch. Allein die Tafsire von Al-Bukhari sind irgendwas mit 7.500 benannt, ne?
Allein nur von dem, aber das vorhin ist nur hat ein gesagt, 124.000 wurden benannt. Ein Bruchteil von seinen Schriften, mein Lieber. Also wenn du jetzt hier hin und her springst und die widersprechen sich ja, diese Verse, ne? Warum widerspreche ich mich jetzt? Als wurden 124.000 wurden nicht genannt. Nafri, guck mal, wir haben alle zusammen mitgelesen. Diese Verse widersprechen sich brutal. Boah, das kann man nicht schön. Bruder, das ist keine Widersprechung. Guck mal, das ist keine Widersprechung. Weil in den anderen Vers wurde nicht genannt, dass der Engel war, sondern es wurde nur Iblis seinen Namen genannt. Aber in den anderen Vers wurde sieht, genannt, dass die Engel sich niederknien sollen. Allah sagt die Engel. Und Iblis wird dafür bestraft, weil er sich nicht hinkniet. Das ist unlogisch, weil er kein Engel ist. Verstehst du das nicht? Ja, ich hab gesagt, er ist kein Engel. Hab ich doch gesagt, er ist kein Engel. Nee, aber warum wird er dann bestraft, weil er sich nicht hinkniet, wenn er kein Engel ist? So sieht's aus, danke. Okay, danke, warte. Warum wird er bestraft, wenn er kein Engel ist? Okay, hör mal zu, warum wird er bestraft? Weil er sich gegen Allahs Gesetz, ne, nicht... Welches Gesetz? Allah hat ihm befohlen, wegen... Allah hat den Engel befohlen, hier wird keiner von Iblis. Allah hat jeden befohlen. Er tut so. Es gibt so, ey, Leute, bitte, führt mich hier nicht durch. Wartet kurz, Leute, Nafri. Darf ich was dazu sagen oder nicht? Gleich, Nafri. Ja. Das klärt sich wirklich von selber. Guck mal, wer das nicht versteht, dann tut es mir wirklich leid. Wenn jemand das nicht versteht, dann alles gut. Ist euer Nafri. Nafri, darf ich nur ein paar Worte dazu sagen? Schau mal her, mein Lieber. Ja. Wenn er tatsächlich die Djinns auch schon erschaffen hat und sie als Dämonen erschaffen haben sollte. Nein, warte. Nicht alle Djinn sind Dämonen. Es gibt so Djinn, die sind Muslime. Djinn, die sind Christen. Was? Und es gibt so Djinn, die sind Juden. Von der Religion jüdisch. Was? Djinn sind Christen und Juden? Ja, guck mal, die Djinn sind wie viele Menschen. Kann ich das erklären oder nicht? Ich erkläre euch was, bitte, ganz kurz. Guck mal, es gibt Djinn. Sind Juden und Christen. Ja, es gibt Djinn, die sind Muslime, wie wir Menschen. Und es gibt Djinn, die sind Atheisten. Es gibt Djinn, die sind Christen. Und es gibt Djinn, die sind Juden. Guck mal, ihr lacht, ich habe was labert her. Guck mal, das ist, die Djinn sind wie Menschen erschaffen, frei, aber aus rauchlosem Feuer. Und es gibt muslimische Djinns, gibt es christliche Djinns, gibt es auch jüdische Djinns und auch Atheisten. Okay, Nafri, ich gehe auch da mit dir mit, okay? Aber dann hat ja Allah schon eigentlich alles festgeschrieben und festgelegt, da kann kein Mensch für seine Taten und dass er ein Christ ist oder ein Jude ist oder ein Schwarzer ist oder ein Weißer ist, dann kann ja kein Mensch etwas dafür, weil der hat ja schon alles selber konstruiert und so geplant. Guck mal, nochmal, ich habe gesagt, das macht keinen Sinn. Die Djinns sind wie Menschen, die haben eine freie Wille. Das heißt, Allah hat uns erschaffen. Aber wie sind dann die Engel abgefallen, wenn sie keinen freien Willen gehabt hätten? Und deswegen sage ich da, guck mal Leute, macht das, überlegt doch mal, wenn Iblis ein Engel wäre, ne, dann würde er keinen Fehler machen. Aber er hat einen Fehler gemacht. Er hat eine freie Wille gehabt. Moment, du hast gerade gesagt, Djinns sind nicht alle Dämonen. Da gibt's Christen, da gibt's Juden, da gibt's Atheisten, da gibt's Muslime und dann gibt es auch Dämonen. Jetzt pass auf. Wenn schon Allah diese als Christen, Juden und Muslime und so geschaffen hat und sie gegeneinander aufhetzt, dann stimmt doch was nicht. Da hast du mich doch mal nicht verstanden. Ich erkläre jetzt gerade nochmal. Guck mal. Die Djinns, nochmal, haben eine freie Wille wie wir Menschen. Das heißt, die Wahrheit ist auch zu denen gekommen. Das heißt, entweder, weil die eine freie Wille haben, die können entscheiden, was sie folgen. Ne? Damit haben sie auch eine Konsequenz, wenn die Religion von Allah nicht folgen. Djinns können auch mit dir heiraten, wusstest du das? Das stimmt nicht, Bruder. Hör auf, solche Sachen zu sagen. Hör mal zu, Bruder, bitte. Guck mal, du machst selber. Bruder, Djinns können nicht mit Menschen heiraten und sonst welche Sachen. Hör zu, warte mal, ich erkläre dir, was ich meine. Es gibt Djinns, die gehen in Menschen, deren Körper beispielsweise rein. Es gibt zum Beispiel, da siehst du auch bei diesen. Hallo, guten Tag, darf ich euch erstmal begrüßen? Moin, ja, können wir ein bisschen Niveau wieder reinbringen in die Runde, bitte.
Ja, bitte. Ja, erstmal reden ja. Die und dann. Guten dann Tag erstmal. Guten Tag erstmal. Guten Tag. Guten Tag. Ja, weil das Niveau ist ein bisschen abgedriftet, weil ihr tut immer wieder ein neues Thema eröffnen. Wenn euch irgendwas nicht passt, kommt ihr mit einem anderen Thema. Bleibt doch mal bei einem Thema. Immer noch beim Bleibt Thema doch mal geblieben. Erstmal bei dem Rosinenkopf, dass sie sich das mal klärt, weil das ist ja ein fantastischer. Hab ich das schon erklärt? Habe ich das schon gegeben? Ja, ja, das ist ja ein fantastischer Hadith, ein sehr, sehr guter Hadith, wo zeigt, dass Afrikaner über den Weißen sein können. Das ist ein super Hadith. Das ist ein Befreiungshadith der Afrikaner. Das heißt, auch ich tue euch das mal, wenn ihr es nicht versteht. Und wenn er auch wie ein Rosinenkopf, wenn er auch, dieses Wort solltet ihr verstehen, auch. Also ein Afrikaner. Und wenn er ein verstümmeltes Gesicht hätte, lassen wir mal diese Rosinenköpfe weg, kann er ein König, ein Führer der Weißen sein. Auch dann sollen ihm folgen. Das alles ist klar. Okay, ich hole diesen Vers wieder raus. Nein, wirklich. Da hat er vollkommen und recht. Kannst du uns bitte einen Afrikaner zeigen, der einen Rosinenkopf hat? Weil wir wissen, wie eine Rosine aussieht. Das, du Rosinenkopf hat. Das ist eine Sprache eines Propheten. Ein Prophet Gott wählt so eine Sprache nicht. Okay, dann frage ich euch. Wort. Euch alle hier in der Runde frage ich. Wo nennt Mohammed alayhi salam einmal die Abyssinier Rosinenkopf? Wo nennt er sie Rosinenkopf? In dem Hadith. Dieser Hadith ist ja fantastisch. Das ist ja ein super Hadith. Nein, ich frage, wo sagt er, dass sie Rosinenköpfe werden? Meine Frage an euch in der Runde. In dem Hadith sagt er, obwohl sein Kopf aussieht wie eine Rosine. Nenn uns doch bitte einen Schwarzen, der einen Rosinenkopf hat. Guck mal, ich gebe euch ein Beispiel. Ich lese euch mal was anderes vor. Nenn uns das doch mal einen Afrikaner, der einen Rosinenkopf hat. Das hat nichts mit Rosinenköpfen zu tun. Ich kann euch das mal anders erklären. Guck mal, ich erkläre euch das mit einem anderen Hadith, wenn ich darf. Darf ich? Mit einem anderen Hadith möchtest du uns das erklären? Ist es ein Tafsir oder nur ein Hadith? Das ist ein Hadith und dann könnt ihr das verstehen, weil viele das so verdrehen hier. Das ist ein Ja, aber hast du auch Hadith. Zu diesem Hadith auch ein Tafsir, der das auch wenigstens erklärt? Weil Tafsire sind Erklärungen. Das versteht ihr auch so. Also ich lese euch mal vor. Nein. So der Prophet Mohammed riet, einem Mann mit Machtbefugnis zu hören und ihm zu gehorchen, auch wenn er verstümmelt und körperbehindert ein Sklave wäre. Habt ihr es jetzt verstanden? Auch wenn er ein körperbehinderter Sklave wäre, müssen wir auf ihn hören. Also ein Afrikaner, ein Abessinier kann auch höher wie ein Weißer sein. Er kann unser König sein. Wir müssen ihm gehorchen, hat der Prophet Mohammed gesagt. Und wenn er auch wie eine Rosine aussehen würde, dieser Herrscher, selbst dann müssen wir ihm gehorchen. Und wenn der Bundeskanzler von Deutschland wie eine Rosine aussieht, müssen wir ihm gehorchen. Mir bitte ein Tafsir, oder kannst du dich mal kurz groß machen, bitte? Ich möchte mal was zeigen. Unser Hadith, was du vorhin vorgelesen hast, das ist doch klar zu verstehen, dass er das so sagt. Eindeutig, das ist ein sensationell schöner Hadith. Okay, von drei Arten aller Afrikaner. Warte, Bruder, lass mich mal bitte lesen. Von drei Arten von Leuten nimmt Allah das Gebet nicht an. Einen Sklaven, der seinen Herren nicht gehorcht. Das heißt, wenn Allah sagt, du bist ein Sklave, bist du ein Sklave. Kommt schon wieder was Neues. Wir sind nur beim Rosinenkopf, oder? Nein, es passt zu dem, was er sogar er so, was aber tun sollte macht. Einen Iman, der das Gebet für solche anführt, der ihn nicht mögen, und eine Frau, die ihre Gatten wütend schlafen lässt. Von diesen drei Leuten nimmt Allah kein Gebet an. Aha. Das ist ein Unterschieden gleich. Das heißt, ein Sklave ist ein Sklave. So. Darf ich euch mal was vorlesen, dass wir die ganze Geschichte beenden, bitte? Augen. So, ganz kurz. Selbst wenn er einen Rosinenkopf hat. Flex, du bist ein sehr netter Mann. Predator. Lässt auch mal einen Predator. Ja, Predator, du redest ja die ganze Zeit. Warte doch kurz. Ich sag dir ganz ehrlich, er hat es jetzt gerade eben vorgelesen. Was willst du jetzt noch dagegen sagen? Weil wenn du jetzt mit irgendetwas anderem kommst, ja, dann wäre das wieder ein Widerspruch. Dann haben wir einen Widerspruch. Guck mal, wir widersprechen uns ja überhaupt nicht. Ihr versteht es nur nicht, wenn man da ein bisschen mehr IQ braucht. Das ist ja eindeutig dieser Hadith. Ah, bitte, dass die Afrikaner, bitte. Dass die Afrikaner, auch selbst wenn die Afrikaner... Der Freie wird Mann. Predator, lies doch getötet. Wenn die, das heißt, wenn du deinen Sklaven tötest, hast du nach islamischem Recht keine Strafe. Okay. Also, ich lese euch mal kurz was vor, dass wir die Sache beenden. Also, Sure al-Balad, wenn ich vorlesen darf, bitte. Okay? Ist das authentisch oder unauthentisch? Ich habe gesagt, Koran. Wenn du nicht mal weißt, was eine Sure ist, dann tut es mir leid.
Ich habe gesagt Sure 90. Nein, ich meine Sura, aber welche Sura? Welche Sura? Sure 90. Und du sagst, ob das authentisch ist. So, also wenn du nicht mal weißt, dass was das... Ja, sorry, ich habe dich nicht Koran richtig ist, verstanden. Dann tut's mir leid. Ich habe dich also, gerade eben nicht verstanden. Deswegen habe ich dich nochmal gefragt. Sure 90, Vers was? Okay, wenn du es nicht verstanden hast, alles klar, natürlich. Das ist was anderes. Darf ich es kurz vorlesen, bitte? Ja. Also, welcher Vers? Bismillahirrahman Irrahim, im Namen Allahs des Al-Abamas, des Barmherzigen. Nein, ich schwöre bei dieser Ortschaft, wo du in dieser Ortschaft deinen Aufenthalt hast und bei einem jeden Erzeuger und dem, was er erzeugt, wir haben den Menschen ja zu einem Leben im Mühsal erschaffen. Meint er etwa, dass überhaupt niemand Macht über ihn hat? Er sagt, ich habe Besitz über Mengen verbraucht. Meint er etwa, dass niemand ihn gesehen hat, haben wir nicht zwei Augen gemacht, eine Zunge und zwei Lippen und in beide Hochebenen geleitet. Aber er ist nicht den steilen Passweg hinaufgestürmt. Und was lässt dich wissen, was der steile Passweg ist? Es ist die Freilassung eines Sklaven oder zu speisen am Tag der Hungersnot ein Weise, der einen nahe ist. Was sagt uns das okay. Ganze, dass wir das abkürzen? Was sagt der Koran hier? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Hast du ausgesprochen? Alhamdulillah, wir zeigen dir was anderes. Okay, er hat ausgesprochen. Predator. Stopp. Du hast aus, stop. Wir lesen aus Sahih al-Bukhari. Wir lesen aus Sahih al-Bukhari. Alle hören mir ganz kurz zu. Okay, Predator, jetzt haben wir einen Widerspruch. Urban, let's go, zeig uns das mal bitte. So, wir lesen aus Sahih al-Bukhari, nicht Taif al-Bukhari, nach dem Tod des Propheten, Bilal sprach zu Abu Bakr, wenn du mich für deinen Nutzen gekauft hast, dann behalte mich, damit ich dir dienen kann. Doch wenn du mich um Allahs Willen gekauft hast, dann schenke mir die Freiheit, damit ich Allah dienen kann. Das heißt, Bilal war Muslim und Abu Bakr, ne? Ihr wisst ja, wer Abu Bakr ist, liebe Muslime, ich möchte das nicht erklären. Er hat Bilal nach dem Tod des Propheten gekauft und hat ihn als Sklave behalten. Also ich habe keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung, ihr habt kein Wissen über den Islam. Predator, ganz kurz. Wir haben keine Ahnung, aber du. Kein Problem. Pass auf. Predator, kannst du Arabisch? Ich kann nur Arabisch lesen, kann vieles übersetzen, ja. Kannst du Arabisch? Nein, ich kann das nicht. Also, dann brauchst du mir nicht über Arabisch reden, bitte. Aber dann ich kann jetzt pass auf. Wenn du nicht Arabisch pass auf, Predator. Ich muss kurz ganz kurz alle stoppen. Ganz kurz, ich wollte gleich eine Frage stellen, darf ich antworten, oder? Du hast keine Antwort. Ganz kurz, ich muss jetzt kurz alle stimmen, weil das funktioniert so nicht. Moment kurz, genau. Leute, das... Nach einer Frage kommt da... Predator, ich finde... Hallo? Arroganter, du hast ein arrogantes Benehmen, das ist unglaublich. Nein, ihr habt halt kein Wissen und da muss man euch belehren, weil ihr kein Wissen habt. Ihr habt kein Wissen über den Islam. Nein. Du checkst nicht. Darf ich euch schön antworten? Falsch. Euch antworten. Du checkst nicht, dass es da Widersprüche gibt. Es gibt keine Widersprüche. Nein, du hörst mir jetzt mal ganz kurz zu. Das ist das Problem. Ich finde, du bist arrogant. Du bist richtig arrogant. Und du checkst nicht, dass da ein Widerspruch ist. Und wir lesen es dir sogar vor. Du sagst, nein, ich bring dir nochmal eine Erklärung. Du bist richtig arrogant, finde ich. Darf ich dir in Frieden antworten? In Frieden antworten? Nein. Jetzt wirst du hier nicht weglaufen. Jetzt wirst du etwas beantworten. Ihr habt mich was gefragt und ich würde gerne antworten. Nein, ich frage dich. Du hast jetzt noch einen Scheißdreck beantwortet. Jetzt pass auf. So, gibt es Pädophilie im Islam, ja oder nein? Antworte. Ja, die gibt es im Christentum, ja, aber nicht im Islam. Also im Christentum gibt es das garantiert nicht, aber bei euch schon. Sag mir eine Altersgrenze im Christentum. Im Christentum kann schon in 3 Monaten ein Baby heiraten. Im Christentum. Dann zeig uns Quelle. Ich zeige dir deine Quelle aus deinem Koran. Aus deinem Koran zeige ich dir deine Quelle, dass dein Allah, dass dein Mohammed das erlaubt.
So, sag mir eine Altersquelle im Christentum. Ganz kurz, ich muss jetzt kurz alle stummen. Wir müssen jetzt ganz kurz alle stummen. Ich habe kurz alle gestummt. Also Predator, wie es aussieht, glaube ich, das riecht nach einer Debatte. Bring uns jetzt sofort ein Bibelvers. Wir lesen den alle gemeinsam. Du hast gesagt, im Christentum ist es erlaubt. Let's go. Jetzt nehmen wir dich richtig an die Mangel. Weil du hast Arroganz gezeigt, Hochmut hast du gezeigt, wir haben keine Ahnung. Jetzt können wir debattieren. Du bringst uns jetzt einen Vers, den lesen wir alle gemeinsam. Dann holen wir einen Vers aus euren Quellen und beweisen euch, dass es da drin steht bei euch. Im Christentum wirst du Pädophilie niemals finden. Yalla, wir warten. Bring uns den Vers. Los, Predator. Yalla, wir warten. Bring uns den Vers. Eine Frage, wann heißt es Pädophilie? In welchem wann? Warte, Nafri, du musst dich kurz raushalten, weil jetzt hat er eine Debatte, die kriegt er jetzt. Ne? Also, Predator, du kannst dich wieder entstummen. Yalla, wir warten. Hol uns eine Quelle, wo drinne steht, dass Pädophilie im Christentum, in der Bibel, dass es in der Bibel drinne steht. Yalla, hol. Jetzt, okay, ich nehme dich persönlich zu einer heraus. Ich fordere dich jetzt heraus. Let's go. Okay, wie alt war Rebecca, als sie geheiratet hat? Bring mir ein Bibelvers, wo Pädophilie erlaubt. Da steht in der Bibel nicht drinnen, dass Rebecca 3 Jahre war. Bring mir Zeig, wo Rebecca drei Jahre, bitte. Zeig, ich rufe die Shahada für dich. Gut, das muss ich dir nicht zeigen, weil das weiß jeder. Das wissen alle. Gehen wir weiter zu Maria. Peinlicher. Nochmal, was? Als sie schwanger war. Also, peinlicher. Jesus bekommen. Und das ist ganz klar. Und das kann ich euch beweisen, wenn ihr wollt. Ja, mach. Hört ihr mich, Leute? Ohne Problem beweisen, dass Maria 11 Jahre zeig war. Zeig uns ihr Alter. War. Zeig uns das Alter von Maria und Rebecca und wir zeigen, wo steht das Eiche 6. Bring ein Bibelvers, wo Pädophilie. Dein Prophet erlaubt. Hat eine 6-Jährige geheiratet. Ich zeig dir gleich. Lust drauf, aber Jungs, guck mal, warum debattieren über diese 6? So, ganz mal ehrlich, das ist unnötig. Wirklich. Also, wir kommen auf. Nein. Guck mal. Er hat uns jetzt herausgefordert. Ja, aber Rudi, ja, guck mal, ja. Lass mich doch antworten. Ihr wisst ja im Lukas-Evangelium, Lukas 1. Nachri, warte. Ihr wisst doch im Lukas-Evangelium 1,35, dass der Engel Maria gesagt hat, dass der Heilige Geist auf Maria kommt und sie schwängert, ja. Mit der vollen Kraft und mit seiner ganzen Dunkelheit, ja. Und Maria, ihr wisst ja, dass, wer war Elisabeth von Maria, frage ich euch. Was war Elisabeth von Maria? Ihre Tante. Genau. Wer war der Sohn der Elisabeth? Ich weiß es, weißt du das? Ich weiß es, deswegen frage ich dich. Also dann schau her, tu nicht rumphilosophieren. Wer war der Sohn der Elisabeth? Tu nicht rumphilosophieren, wir wissen alle, wer das war. Wir wissen alle, wer das war. Das war der Jahja, sagt sie. Johannes der Täufer, genau. Johannes der Täufer war 3 Monate älter wie Jesus. Das wisst ihr ja alle, oder? Ja, und? Ja, Johannes der Täufer war 3 Monate älter wie Jesus. Der Johannes der Täufer, es ist erwiesen, dass er im Jahre 34 und 35 gestorben ist. Ja, Maria ist mit im Jahre 47 gestorben. Das heißt, sie muss mit 11 Jahren Jesus. Also sie war mit Jesus mit 11 Jahren, war sie schwanger. Also, was wollt ihr mir erzählen? So ein Quatsch. Erstens einmal, pass auf. Ich habe keine Ahnung über euer Christentum. Dann lest erst das Christentum. Hör zu, Predator. Du redest viel, viel zu arrogant und nicht wissend, weil du eben einen bösen Geist in dir hast. So kann ich es erkennen. Pass auf. Ja, Maria wurde erfüllt. Pass auf. Maria wurde erfüllt von dem Heiligen Geist. Jetzt hör zu. Sie wurde erfüllt von dem Heiligen Geist. Das heißt von Gott. Okay. Hör zu. Sie hat nie einen Mann erkannt. Sie ist Jungfrau geblieben. Auch bei der Geburt ist sie Jungfrau geblieben. Das sagt sogar ihr Muslime. Und jetzt sagst du mir hier irgendetwas anderes oder was? Entschuldigung. Warte. Aber danach hat sie doch Josef doch geheiratet oder nicht? Moment mal. Sie hat nie einen Mann erkannt. Trotzdem. Auch danach hat sie keinen Mann erkannt. Sie hat Josef geheiratet. Hallo. Der Vater. Nafri. Trotzdem hat der Vater.
Trotzdem hat sie keinen Mann gesehen. Auch der Josef hat sie nicht Gott erkannt. Hat sie okay? doch geschwängert. Ist der Heilige Geist nicht Gott? Ja, bei ist euch. Er doch. Ist ja, also er, hat ja. er Maria geschwängert oder nicht? Ja, verstehst du das nicht? Ich glaube, du er bist, ist du bist auf total. Sie gekommen. Wer sonst? Du bist einfach total verblödet, Junge. Ganz ehrlich, hey, ihr habt so scheiß hässliche Gedanken, Gott, das ist nicht normal. Ihr seid einfach. Ihr sagt, wir haben schlechte Gedanken, aber ihr bin auch unser Prophet und sagt 5, 6. Wegen euren Propheten. Wegen euren Propheten, die Sachen stehen ja in euren Büchern. Aber guck mal, bei euch steht keine Zahl, aber man kann das ausrechnen. Ich habe dich auch gefragt damals, wann war Maria und Josef geheiratet hat. Stopp mal, hallo. Ihr könnt nicht alle durcheinander reden. Nee, ich gehe raus, weil er mich gerade beleidigt hat. Entschuldigung, Flex. Die finde ja. ich. Hab keine, ich habe das in der Bibel steht. Aber er hat mich beleidigt. Ich habe gesagt, in der Bibel steht keine Zahl, aber man kann es ausrechnen. Was ist das Problem? Wo hab ich dich jetzt beleidigt? Ah, Leute. Eine Minute. Nafri. Okay. Du hast gesagt, wo steht das, dass das Kinder sind oder so. Pass auf, mein Lieber. Guck mal, das stimmt nicht. Ich habe gesagt, in der Bibel steht keine Zahl, aber man kann das ausrechnen. Das meine ich. Macht ja nichts. Nein, es geht jetzt nicht darum. Es geht um die Pädophilie im Islam. Okay? In Islam, warte mal, in den Koran steht keine Zahl auch. Da steht keine Zahl. Pass auf. Es geht um kleine Mädchen. Und das hat er gerade die Aufforderung zu erklären. Steht im Koran, dass es erlaubt ist? Ja. Ist erlaubt? Zeig mir mal den Beweis, dass im Koran erlaubt ist, dass Pädophilie erlaubt ist. Dass es steht, okay. Es ist im Islam erlaubt, Pädophilie zu führen oder zu machen. Steht nirgendwo. In Christentum steht auch nicht, dass es Bruder, ist. Warte, Bruder. Zeig mir den Beweis, wo drinnen steht, ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich bin auch kein Deutscher, ihr versteht mich trotzdem. Ja, aber dass es erlaubt ist. Noch eine Frage, was verstehst du unter Pädophilie? Beantworte erstmal, guck mal, du redest doch seit halbe Stunde darüber. Beantworte doch erstmal die Frage. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Ich rede nicht seit einer halben Stunde darüber. Ich frage dich, was verstehst du unter Pädophilie? Ja, aber was verstehst du nicht drauf klar? Guck mal, wir reden weder gegen Christentum oder sonst was. Guck mal, ihr habt nur Front gegen unseren Propheten. Das Ram, ich frage dich, was verstehst du unter Pädophilie? Antworte mir drauf. Was verstehst du unter Pädophilie? Und dann antworte ich dir doch. Ja, das, was du erklärst, dass wir an kleine Kinder ran dürfen. Aha, dann erklär mal. Danke dir. Ja, Dankeschön. Ja, erklär doch mal bitte. Ja, dann, du kannst nur so welche Sachen erzählen. Ja, Pädophilie, kleine Kinder, ja so, ja das, aber ihr guckt nicht okay, mal euren eigenen Ich werde das jetzt so machen, dass jeder eine Redepause hat. Ansonsten, das ist eine Katastrophe. Natürlich, aber der stellt die ganze Zeit Gegenfragen. Weißt du, was ich meine? Ich kam hier rein, ich habe den jetzt eine Frage gestellt. Der kommt mir direkt an. Ich weiß, wie ich heiße. Warte doch mal, lass mich doch mal bitte ausreden. Hier ist der Tafsir von eurem Gelehrten Ibn Kathir. Okay, Tafsir. Und wer hat diese Tafsir offenbart, also hier gesagt? Erklär mal, welcher Tafsir. Also akzeptierst du Ibn Kathir nicht, oder? Ich akzeptiere nicht alles. Aber der ist ja der größte Gelehrte. Ich akzeptiere das nicht. Was gegen Islam ist. Und das ist, was du mir zeigst, sind Sachen, die zum Beispiel. Ich gebe jetzt jeden eine Redepause, okay? Weil so funktioniert das nicht. Ganz kurz. Ich werde das jetzt anwenden auf 3 Minuten, weil dann ist es viel besser. Weil wenn jeder dazwischen redet, ich werde jetzt viele Leute einladen, aber eine Rede, wie gesagt, Minute geben von 3 Minuten. So machen wir das jetzt in Zukunft. Weil ich habe gemerkt, es funktioniert so nicht, weil alle reden da rein und oh Leute, das ist ja schrecklich, ey. Komm mal, ne? Respekt Bruder. Ganz wichtig. Flexer, ja. Bruder. Guck mal, Bruder. Weißt du, was das Problem ist in diesem Stream? Die lesen nur diese Absätze, wo was Böses drin steht, aber die lesen den Content nicht komplett, was davor aber steht. Verstehst du? Nein, das lesen die schon. Glaub mir. Moment. Weil die lesen nur genau diesen Content, diesen kleinen Absatz zum Beispiel so, aber die lesen nicht, den kompletten Content, zum Beispiel einen kompletten Text. Moment. Verstehst du? Moment. Eine Frage, darf ich was dazu sagen, Flex? Darf ich was dazu sagen? Wir machen jetzt eine Redepause. Show starten. So. Nur eine Minute. Guck mal, Leute.
unsere Religion ähnelt sich. Das heißt jetzt, egal was, Flex, egal was Aram jetzt damit kommt, ne, das wird jetzt Probleme geben, weil im Endeffekt, das steht auch bei euch auch drin. Verstehst du, was ich meine? Und das ist unnötig, dass man über diese Sachen diskutiert. Das war, guck mal, überleg mal, damals, in jede Land heutzutage, gibt's nach Alter geschränkt, darf man beispielsweise mit 18, darf man hier in Deutschland Geschlechtsverkehr haben, in Amerika ist das mit 16, in jedem Land ist es anders, in jedem Land ist ein Pädophil ein Alter beschränkt, oder wie man so sagt. Deswegen, mit so einem Argument hier zu kommen, das macht unnötig nur Fitna und Streit. Weil im Endeffekt, was bei uns auch drin steht, steht auch bei euch auch drin. Verstehst du, was ich meine? Und das ist damit gemeint. Das ist unnötig, dass man. Bei uns in der Religion steht auch keine Pädophil, aber da steht, dass der damit ja gemeint, wie alt waren denn die Frauen damals? Wie er gerade vorhin noch gesagt hat, wie alt war denn Maria, wo sie schwanger war oder sowas? Das meint, das steht nicht, dass es pädophil ist. Aber damals war das ganz normal. Verstehst du, was ich meine? Aber jetzt geht das nicht. Verstehst du, was ich meine? Deswegen, dass man darüber diskutiert, das ist unnötig. Ne? Aber wir waren 11, 12, wo sie schwanger war. So, du weißt, was ich meine. Das ist unnötig, dass man jetzt darüber diskutiert und immer so diese Sachen als Quelle kommen. So. Das ist unnötig, weil das ist kein Muslim oder kein Christ, richtiger, wahrer Christ, übt das jetzt aus. Keiner, ein wahrer Christ und ein wahrer Muslim übt sowas jetzt heutzutage nicht aus. Du weißt ganz genau, was ich meine, Effekt damit. Deswegen, damit darüber zu diskutieren, ist wirklich. Nein, Bruder, das ist echt unnötig. Guck mal, ich hab dir damals erklärt, bei uns, unsere Vorfahren, unsere Oma, wie alt waren die, wo wir geheiratet haben in Afrika? Die waren 12, 13, haben schon Kinder bekommen. Verstehst du, was ich meine? Okay. In einem Zeitalter war das ganz normal. Tut mir leid, wenn ich das sage. Nafri, Meba. Wir werden auch gleich Markus 5, Vers 38 bis 42 auch gleich lesen. Weil es ja angeblich heißt, dass wir das im Christentum. Alles gar kein Problem. Wir lesen gleich den Markus. Nein, warte, guck mal, im Christentum gibt es keine Pädophil, in Islam gibt es auch keine Pädophil. In keinem von Weisen von diesen Religionen. Was heißt denn Pädophil? Bruder, du weißt das, hör auf mit damit, Bruder. Weil so macht doch Fitness. Obwohl, guck mal, ich sag nichts mehr, ich hab was gesagt, im Christentum gibt es kein Pädophil und in Islam gibt es auch kein Pädophil. Ne? Damit das klar ist. Aber wenn ihr darüber diskutieren wollt, macht das. Ne, wie gesagt, ist euer. Willst du? Nein, Brudi, das ist Fitner, was die machen. Was da? Du lachst. Bruder, das ist nicht schön, Bruder. Weißt du, aber jeder muss jeder selber wissen. Ich bin. Udi, Mati, Udi, Brafum, Kakra, Udi, Brafum. Nafri. Edebia, Obasura, no, Besmuha. Nafri. Me, brother. Jetzt kann er nicht mehr reden. Ascha, du darfst reden. Du darfst reden, Ascha. Nein, Bruder, ich will nicht viel reden. Wie gesagt, wie Nafri da, was er erzählt, nur Müll, weißt du? Im Koran, es gibt Pädophilie, in Sura 65, Vers 4. Ich will nicht viel reden. Wie gesagt, Leute, redet eure Seele, nehmt der Jesus Christus an, nur Jesus Christus rettet, Allah oder Mohammed rettet nicht. Ja? Ich liebe euch allen, im Namen Jesus Christus. Amen. Du hast Redezeit, du kannst reden. Nee, ich gebe dir meine Zeit, Bruder. Ich bin gerade am Essen, Bruder. Du kannst reden. Okay, dann mal gucken, ob ich Joe vielleicht während der Show vergrößert Bildschirm während der. Oh, schwierig. Ja, Ascha, du musst jetzt die 2 Minuten noch aushalten. Du musst jetzt auf jeden Fall was sagen. Verkünde mal ein bisschen das Evangelium. Rede mal drüber. Weil du hast 2 Minuten Zeit hier. Okay, Leute, ich bin am Essen, aber ich kann kurz was reden. Auf jeden Fall, guck mal, es ist einfach zu verstehen. Der Koran befiehlt zu töten, ja, aber der Jesus Christus sagt, komm zu mir, ja, ich nehme nicht, wie du bist, aber Allah sagt, du sollst erstmal töten, damit du in die Paradies kommst. Aber bei uns als Christen, wir dürfen nicht töten. Was wollt ihr jetzt wählen, Allah oder Jesus? Es ist einfach, Leute, bitte. Ja, wir hassen keine Muslimen, wir lieben euch, wie ihr seid. Aber bitte, wir wollen nur, dass ihr wirklich in den richtigen Weg kommt. Ja? Kommt, nur durch Jesus Christus werdet ihr gerettet.
Glaubt mir, ja. Ich weiß, was ich sage. Ich habe mein Leben fast verloren. Wenn Jesus Christus nicht bei mir wäre, dann wäre ich schon tot. Okay? Deswegen, ich bete euch wirklich von meinem ganzen Herz, ja. Nehmt der Jesus Christus an. Jesus Christus ist Gott. Jesus Christus ist der wahre Weg. Ohne Jesus Christus kommt er nicht zum Vater. Okay? Es gibt nur Jesus Christus. Nur Jesus Christus. Und er liebt alle Menschen. Ja? Allah sagt, ja, er leitet recht, wie er will. Blablabla. Aber unser Jesus Christus, er liebt alle Menschen. Okay? Aber Allah liebt nicht alle Menschen. Allah liebt die Leute, die für seine Sachen kämpfen. Das heißt töten. Okay? Aber Jesus nicht. Ja? Ich liebe euch alle. Seid gesegnet im Namen Jesus Christus. Ja? Amen, Amen. Amen, Amen, Leute. Amen. I'm Joe. Bruder, ich habe gesagt, du sollst jemand anderen vor mir nehmen. Ich muss noch was erledigen. Bruder, was soll ich jetzt machen? Jetzt bist du schon dran. Was soll ich jetzt machen? Deswegen nimm jemand anderen. Warte, ich bin okay, raus. Okay, warte. Ich muss jemand anderen nehmen. Warte, ich gehe raus. Okay, okay. So, Aram, du bist dran. Jetzt ist deine Zeit gekommen, Aram. Aram? Aram? So, jetzt so. Vielen lieben Dank, Ascha. Ein sehr stark, sehr gut erklärt. Absolut, es ist nun mal so. Und jetzt pass auf, mein lieber Nafri. Sure 65, Vers 4. Es ist eben Kafir, wenn ihr den nicht akzeptiert, dann seid ihr sowieso Kafir. So sagt es euer Koran. So, und diejenigen eurer Frauen, die ihre Menstruation aufgegeben haben, wenn ihr Zweifel habt, dann beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Und diejenigen eurer Frauen, die ihre Menstruation nicht hatten, also wohlgemerkt, nicht hatten, und diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist die Geburt. Er trug sie. Und wer Allah fürchtet, dem wird er seine Angelegenheiten leicht machen. Jetzt was auch, lieber Nafri. So viel zu der Pädophilie. Jetzt kommen wir weiter. Gott, der Allmächtige, erklärt die Wartezeit für die Frau, die aufgrund ihres Alters mit der Menstruation aufgehört hat. Das heißt, die älteren Damen. Sie beträgt 3 Monate und statt der 3 Menstruationszyklen für die Frau. Die menstruiert wie im Vers angegeben. Also Al-Baqarah und auch für kleine Kinder, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben, dass ihre Wartezeit der Frau entspricht, die ihre Menstruation hat. So, mein Lieber, hier noch einmal, Al-Baqarah und auch für kleine Kinder, die das Menstruationsalter noch nicht erreicht haben, dass ihre Wartezeit der Frau entspricht, die ihre Menstruation hat. Das heißt, die ist schon verheiratet auch noch, mein lieber Freund. Die ist schon verheiratet. Ne? Das ist der Talak. Das ist der Talak. Die Scheidung. Okay? Allah. Also, wenn ihr wollt, der Tabari sagt nichts anderes. Base, aber nur Leute stummen und wie gesagt sperren, wenn sie beleidigen. Okay, Base, bitte. Nicht einfach so runterziehen oder sonstiges was, aber ja. Jetzt gehen wir zum Al-Tabari. Al-Tabari sagt auch nichts anderes. Und diejenigen eurer Frauen, die ihre Menstruation aufgegeben haben, wenn ihr Zweifel habt, dann beträgt ihre Wartezeit 3 Monate. Und diejenigen, die eurer Frauen, die ihre Menstruation nicht hatten, und diejenigen, die schwanger sind, ihre Frist ist die Geburt. Er trug sie und wer Allah fürchtet, dem wird er seine Angelegenheiten leicht machen. Gott, der Allmächtige, sagt, Frauen, die der Gier aufhört, hat zu menstruieren, erwarten sie nicht, dass eine ihrer Frauen menstruiert, wenn sie Zweifel haben. Die Interpretationsleute waren unterschiedlicher Meinung hinsichtlich der Bedeutung seines Wortes, wenn sie Zweifel haben. Und einige von ihnen sagten, die Bedeutung davon ist, wenn sie sich über das Blut, das aufgrund ihrer Größe austritt, nicht sicher sind, ist, ob es so ist, ist. Okay, Aram, Redezeit war vorbei. Okay, Gashi, wenn du darauf antworten kannst. Aber Gashi, bitte nur mit Quellen. Nur mit Quellen, wenn es geht. Ich antworte mal diesen Aram. Als erstes stand oben nicht Pädophilie, da stand Scheidung. Eine Scheidung ist eine ganz andere Sache als eine Pädophilie. Guck mal, diese Beweis, was du jetzt gegeben hast, das war gar nicht mal Pädophilie oder sonst was. Das war nicht mal dieser Text zum Erlauben, kleine Kinder ranzugehen, verstehst du?
Bruder, das, was ihr hier macht, guck mal, Nafri sagt schon richtig, ihr macht nur Fitner. Ihr hört nur das, was ihr hören wollt. Erstens. Zweitens, ihr habt einfach diesen Hass in euren Herzen gegen Islam. Das ist einfach so ekelhaft. Einfach so ekelhaft. Ihr seid der Grund, warum Kriege in diesem Land passiert oder in anderen Ländern, weil ihr Leute gegenseitig aufhetzt und gegen Islam und gegen Christentum redet. Verstehst du? Guck mal, allein schon so Aram, der zeigt sich nicht mal richtig, der redet nur gegen Islam, der hetzt gegen Islam. Weißt du, was ich meine? Sowas ist ekelhaft. Ihr springt von Thema zu Thema, ihr könnt nicht mal bei einem Thema bleiben. Verstehst du, Flexer, was ich meine? Ihr bleibt nicht mal bei einem Thema. Ihr könnt nur die schlechten Sachen rausziehen, sage ich doch die ganze Zeit. Nur schlechten Sachen könnt ihr rausziehen und die öffentlich hier vorlesen. Aber das Problem ist, ihr verändert diese Sache, ihr macht die zum schlechten Sachen, nicht diese Kontext oder diese Büchern oder sonst was. Ihr selber macht die Sachen schlecht. Guck mal, was ich damit sagen wollte. Ich bin eigentlich wegen einer anderen Sache reingekommen, wegen Aram, aber du hast ja diese 3 Minuten Zeit. Deswegen habe ich keinen Bock, dieses Thema reinzugehen, Bro. Bruder, diese, was ihr macht, ist auf jeden Fall eklig. Und dieser Ascha, erstmal dein Fufu erstmal richtig, bevor du redest über Gott und Propheten. Weil was du gelabert hast, ist nur Müll. Ich war fast am Sterben und fast so und fast dies und fast dies und fast das. Bro, keiner hat die Schuld drauf hin sich zu nehmen, wenn du Drogen nimmst oder Alkohol nimmst. Verstehst du? Und danach fast stirbst. Das hat auch nichts mit Islam oder auch nichts mit Judentum zu tun oder Christentum oder sonst was oder auch nicht mit deinem Jesus. Ja, aber wir dürfen jetzt nicht persönlich werden, weil du greifst doch, ja Ascher quasi persönlich an. Weil der sagt doch die ganze Zeit, ja Gott, so geht nicht zu Allah, geht nicht zu dies, geht nicht zu das. Bro, das ist alles Hetzerei. Das, was ihr macht, ne? Das, was ihr macht, das machen nicht mal kleine Kinder, die sind sogar erwachsener als ihren Kopf. Und vor allem so einer wie du, Flexer, ne? Guck mal, nimm es nicht böse. Du suchst nur Fame, du suchst nur auf jeden Fall nur Fame und deine Zuschauerzeit zu öffnen. Guck mal, du sagst ja, du hast Prison Park gearbeitet, ne? Du arbeitest da. Wir sehen uns nächste Woche, Bro. Wir unterhalten uns mal richtig, okay? Ich habe dort gearbeitet. Ich arbeite aber woanders. Ich komme aus Esslingen, wir sehen uns. Wo Esslingen? Hä? Warum ist jetzt rausgegangen? Achso, Redezeit war gerade vorbei. Okay, nicht so schlimm. Ja gut, dann treffen wir uns ja persönlich. Das ist okay, dann können wir ja persönlich reden. Das ist okay. Aber das hat, wie gesagt, nichts mit Fame zu tun. Wir klären auf. Also Aufklärung und Fame sind ja, wie gesagt, 2 verschiedene Sachen. Aber okay, alles gut. Ich bin heute als Apostel verkleidet, so war ich gestern beim Hamdi drin. Okay, pass auf, Nafri, ich wollte schon die ganze Zeit hoch. Ihr habt irgendwie über Rassismus gesprochen. Ich zeig dir mal was, das wird ein bisschen wehtun hier an die Leute. So, wie drehe ich das um? Jo. Warum ist er rausgegangen? Ram Gashi, warum bist du rausgegangen? Nafri, ich will dir sagen, wie du geschaffen wurdest, ja? Ich werde das auf Deutsch übersetzen. Ja. Das ist hier die Quelle. Sunna. Habe ich in DeepL, ja? Bester Übersetzer. Okay. Gott erschuf Adam, als er ihn erschuf, und er schlug seine rechte Schulter und brachte seine Nachkommenschaft weiß wie kleine Ameisen hervor. Ich meine, weiß wie kleine Ameisen, okay, Ameisen sind eigentlich schwarz, aber okay. Und er schlug auf seine linke Schulter und er brachte seine Nachkommenschaft schwarz hervor, als wären sie Holzkohle. Ja, dann sagte er zur Partei auf der rechten Seite, ins Paradies, und es ist mir egal. Und er sagte in der Partei auf seiner linken Schulter, in die Hölle, und es ist mir egal. Also ich will dir das nochmal bildlich vorzeigen, wie das aussieht, als kleine Ameisen und schwarze Holzkohle, Menschen, hat er so gemacht, ist mir egal, ja, in unserer Bibel findest du nicht so einen Gott, der so handelt. Ja, ich habe noch was, Moment. Ihr sagt jetzt, also ihr versucht euch zu rechtfertigen, ihr sagt, dass die Bibel
Ja, da steht's auch drin, da steht's auch drin. Aber Leute, bei euch steht explizit drinnen, wie ihr kleine Kinder behandeln sollt. Bei uns sind's Geschichten, ihr wisst ja nicht mal, wie alt, und wir wollen ja nicht hetzen, aber bei euch steht, sagt Allah explizit, wie ihr mit kleinen Kindern umzugehen habt. Bei uns kann man annehmen, ja, okay, das ist passiert, Rebecca war so und so viel alt, kann man sich berechnen. Ja, und das will ich sagen. Bei euch gibt's ausdrückliche Befehle für diese Perversion, die wir euch sagen. Okay, Max. Max, bist du da? Hallo, hey, hallo, Max. Ich bin schon da. Ja, Dr. Schiff. Okay, sorry, das hat mich gerade ein bisschen, okay, ich habe nicht damit gerechnet. Fangen wir mal einfach an. Guck mal, der Typ, der wo sagt, der wo Fitna macht, der Einzige, der wo hier Fitna macht, ist dein Satan zu Allah, okay? Der wo in Sura 541 sagt, Fitna, weil man keine Freunde zu Christen und Juden haben kann, okay? Sura 37, Vers 6 bis 8 in deinem Koran sagt sogar, dass Allah Teufel schickt auf Ungläubige, also auf Nichtmuslime. Wenn hier irgendjemand Fitna macht, dann ist es dein Satans Allah, okay? Sonst gar nichts. Und in Al-Azhar Al-Fitna fi Haldes Buch, Al-Fas Abishuya, lernt man im dritten Jahr, dass man seinen Arsch mit der Bibel und dem Evangelium abwischen kann, weil sie laut dem Islam korrupt und unheilige Bücher sind. Das ist Fitna und nicht das, was wir hier machen. Deine ganzen Schriften sind ein Satanskult und die machen überall Fitna, okay? Nicht umgekehrt. Und bei Al-Qurtubi, weil das ganze Zeit andere, zu dem anderen Thema steht, bei Al-Qurtubi zu Sure 25, 54, ein Mann, der wo Unzucht mit einem Kind macht und es entsteht dadurch ein Kind durch Unzucht, das ist Sinna, keine Strafe. Rechtlich gesehen ist es nicht seine eigene Tochter, das Kind, was daraus entsteht. Und er kann sogar dann mit seiner eigenen Tochter Sex haben. Das ist ein Satanskult. Und in Ibn Mualla Band 11, Seite 253 steht, dass es keine Strafe gibt für jemanden, der seine Mutter heiratet, seine Tochter heiratet, seine Schwester, Oma, Tantin. Er darf sogar Sex mit ihnen haben und kriegt keine Strafe. Bei Al-Bukni Band 10 von Ibn Qudama al-Makisi Seite 152 steht, dass Al-Qadi gesagt hat, keine Strafe für einen Mann, der Sex mit einem Kind hat, das noch nicht mal in der Pubertät ist. Und es steht in völliger Übereinstimmung mit Sahih al-Bukhari 31,55, wo auch sagt, dass man Sex haben kann mit Kindern, die wo ihre Pubertät noch nicht einmal erreicht haben. Und das gleiche steht noch bei Al-Qurtubi von Hashiyat ala al-Khatib von Band 3, Seite 356. Ich habe noch 34 Sekunden, ich will nicht noch weiter in das Thema reingehen, aber ihr seid eine Satanssekte und lügt drum, dass wir hier irgendwie Fitna machen. Wenn er will, soll er mir noch mal ein, zwei Minuten geben, ich gehe noch weiter hin und zerstöre euren Islam komplett in seinen Grundfesten. Macht ihr keine Spielchen von wegen, wir würden Fitna machen. Wenn ich hier auspacke eure Quellen, dann heult ihr bis morgen nachts. Und um das nochmal zu sagen, Leute, mein Standort, ich brauche über meinen Standort auch gar nicht mal, ich brauche mich vor niemandem verstecken. Ich bin immer noch in Stuttgart, Leute, Baden-Württemberg. Flex, aka, hallo? I am not hiding, I am not running away. Hallo miteinander, zusammen. Hey Blackbird. Wie geht's? Passt alles? Ja, alles gut. Du hast Redezeit. Also wenn du was zu dem Thema sagen kannst, gerne. Ich wollte sagen, bei einer Debatte oder sonst irgendwas, man sollte nicht mit Hass erfüllt diese Debatten machen oder eine Religion schlecht darstellen. Man muss natürlich, wie jetzt die Verbote Sunna.com irgendwas gezeigt, aber great, da steht, er weiß nicht mal, von wem er kommt, er weiß nicht einmal, vor wem das überliefert bekommt, wer dieses eingestufte ist, ob dieses authentisch ist oder nicht. Meine Bitte wäre es, wenn ihr über den Islam, Maxi King, vor allem du, über das mit dem Koran, mit der Bibel abwischen oder sonst was, es gibt einen Tafsir, es gibt eine Erklärung über den Koran Vers zu Vers. Ich bin vor 7 Jahren zum Islam konvertiert, Alhamdulillah, ich war Christ. Es ist nicht so, dass wir gegen Religion machen. Nach der Wahrheit suchen und ein offenes Herz haben. Man kann nach, weißt du, wie ich meine, zum Beispiel in den Islam, wo wird dir sonst irgendwo erklärt, wie du was zu machen hast, was für dich schlecht ist, was für dich gut ist. Unser Prophet Mohammed hat gesagt,
Es ist für uns besser, im Sitzen zu trinken und nicht im Stehen. Aber warum? Weil die Wissenschaft hat herausgefunden, dass wenn man im Stehen trinkt, die Magen-Darm-Klappe beschädigt wird, die Niere nicht die vollständige Vitamine und Flüssigkeit aufnimmt und dein Durst wird nicht vollständig gelöscht. Wenn du von der Wissenschaft ausgehst, zu 90% wurde der Koran wissenschaftlich bewiesen und die Sunna. Man muss immer mit Beweisen kommen. Warte mal, du warst Christ? Ja, ich war Christ, Achi. Nenn mal das Vater Unser bitte, das Gebet bitte. Das Vater Unser? Vater Unser, denn du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, so, und weiter weiß ich nicht mehr. Und ich weiß, du willst jetzt kommen, du willst jetzt kommen, so wie wenn ein Muslim das sagt, ja. Aber weißt du, ich war nicht so ein Christ, wie man denkt, weil welche Pflichten hat ein Christ? Welche Pflichten hat ein Christ? Welche Regeln hat ein Christ? Das ist ja das. Bruder, nimm's mir nicht böse, aber du hast nur 3-4 Sätze gesagt und weiter wusstest du nicht. Yeah, also kannst du niemals Christ gewesen sein. Weißt du warum? Ich hatte Angst vor dem Tod. Ich suchte nach der Wahrheit. Ich suchte nach Antworten. Du bist kein Christ. Ich suchte nach Antworten. Okay, dann von mir aus war ich kein Christ. Passt. Du warst noch nie ein Christ. Dann war ich kein Christ. Aber was ich sagen will, man muss mit Wissen debattieren. Nicht einfach irgendwas von irgendwo genommen. Hey, schau, da steht das, da steht das. Aber du musst überprüfen, von wo kommt das? Wer hat das geschrieben? Wer hat das verfasst? Stimmt das? Was halten die Muslime? Denn ich bin vor 7 Jahren konvertiert und man lernt nie, dass man einen Ungläubigen seine Offenbarung mit den Arsch abwischt. Bruder, warte, Flex. Flex, hörst du mich? Junge, Schande über dich, Schande was hast du gerade zu mir gesagt, du kleiner Schande über dich, dass du deine anerkannten Quellen, im Müll schmeißt. Das erwartet nämlich von einem Muslim, dass er nicht mal zu seinen eigenen Quellen steht. Hör mal zu, du kleiner Bastard, hörst du? Wenn du einmal noch, Gott beleidigt, wenn du noch mal einmal Allah in den Mund nimmst und irgendwelche, weil ich habe Jesus oder Christentum hier nicht beleidigt. Ich habe keine Schimpfwörter hier genommen. Du kleiner Bastard, nimmst du einmal noch allein in den Mund. Dann guck mal. Nein, was er gesagt hat, das geht nicht. Dass du ihn einfach ausgehen lässt. Dass er so welche Sachen sagt. Lass mich kurz ausreden. Hab ich sowas die ganze Zeit erwähnt? Einmal? Rede, Alex. Hab ich einmal irgendwas sowas gesagt? Habe ich einfach sowas gesagt? Nein, nicht mir, Gerner. Dann sag ihm das. Ich schwöre, du wirst mich kennenlernen. Sag ihm, wenn er ein Problem hat. Guck mal, wir reden alle vernünftig die ganze Zeit. Dann red doch hin auf ihn. Dann sag ihm das. Jetzt kommt der ganetische Löwe in den Mund. Bruder, was ist mit dir, Alter? Nein, der ist so schön. Was denkt der, wer der ist? Immer so TikTok-Rambos. Sag ihm, er soll immer seine Fresse halten und nicht beleidigen. Wenn er was sagt, soll er sagen, aber Allah sagt dann, was ist mit dir, Alter? Hab ich Christentum und mich beleidigt? Jesus, so. Nein, Bruder, du musst was dazu sagen. Du lässt das zu. Warte mal ganz kurz. Du willst nicht, dass Christentum angegriffen wird und bleibt wird. Das ist akzeptiert, das finde ich auch gut. Aber wenn er auch was sagt, dann sag auch was dagegen mal. Sag, er soll das nicht machen. Du lässt ihn ausreden. Der kleine Pisser, Alter, Mann. Was denkt der? Immer diese TikTok-Leute, Mann. Digga, wenn ihr Probleme will, können wir uns gerne mal treffen. Was ist los mit ihm? Also immer wirklich gestoppt haben. Nein, er ist frei. Diese TikTok-Rambo, Alter. Was ist los mit dem da? Ich meine das ernst. Er soll Respekt haben. Er soll sich jetzt entschuldigen, was er gesagt hat. Er sollte sich für mich jetzt hier entschuldigen. Hab ich einmal Christus beleidigt? Hör doch auf deinen großen Bruder. Rede auch mit ihm. Dann sag ich, er soll aufhören. Rede, Bruder, sag ihm das. Sei ein Mann und sag ihm das, Mann. Allah. Oh mein Gott. Allah. Wie sagt man das auf diese Alhamdulillah, sagt man so? Was? Also ich schmeiß niemanden raus, ich schmeiß auch keinen Moslem raus, ich schmeiß niemanden raus, aber Nafri Bema, chill, Udia Menino Bekassa, okay. Versprochen, Nafri, Menino Bekassa, okay? Ascha, jetzt. Ich habe jetzt die Minuten eingeschränkt auf 2, ich mache immer weniger. Kein Problem. Ah, das ist einfach traurig, weißt du, wir sind ja nicht, um uns gegenseitig fertig zu machen oder was auch immer. Lass uns mit Quellen reden und ja, wir brauchen uns nicht hier gegenseitig zu bekämpfen, weißt du? Wir sind alle hier, es gibt keine Frau hier.
keiner ist über den anderen hier, weißt du? Da soll ein bisschen runterkommen. Bruder Nafri, komm runter, komm down, ja? Du brauchst nicht zu sagen, ja, lass uns treffen oder was auch immer, das bringt nichts, Bruder. Ja? Ich will nur kurz was dazu sagen, Bruder, wir sind Ghanesen, du weißt doch, wir kommen nicht mit dieser Schiene mit, hey, komm, lass treffen, du weißt, wir sind nicht so. Wenn der Stress zu uns kommt, dann geht die Post richtig ab. Aber Bruder, du bist Ghanese, du bist ein Löwemann, Bruder. Du brauchst diese Ansagen nicht machen. Ich werde aber, Menino Bekasser, versprochen, ich rede, ich regel das, alles ist gut, aber ich möchte erstmal, dass du runterkommst, Bruder, jetzt, okay? Alter, das ist ja wie ein epileptischer Anfall, ey. Nafri. Chill, Bruder. Da wollte ich den ganzen Teller kaputt machen, ja. Oha, Mann, ich habe schon gedacht, der macht seine ganze Küche kaputt, Mann, ey. Oha, Mann. Tschüss. Komm runter, Bruder. Ja? Lass uns reden. Ja, das war's. Ja. Okay? Egal, alles gut, alles gut. Der Nafri kommt runter ein bisschen und dann ist okay. Alles gut. Aram, Bruderherz. Aram, are you there? Aram. So, jetzt bin ich da. Nafri, ganz ehrlich, benimm dich. Weißt du, mein Lieber, das Problem ist, besteht ja darin, wenn er nicht mit Quellen kommen würde, dann hätte ich dir absolut recht gegeben. Diese Sachen stehen nun mal in euren Schriften, mein Lieber. Und damit müsst ihr euch befassen und damit müsst ihr euch dann auch zufrieden geben. Entweder akzeptiert ihr das oder ihr tut das einfach dann ablehnen und euch davon distanzieren. Und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr das sehr oft hören, denn das ist die Wahrheit. Wir können nichts dafür, wenn diese Sachen in euren Schriften drinstehen. Also damit müsst ihr klarkommen. Ich meine, seid wahrhaftig und sagt, diese Sachen sind drin, genauso wie hier, wo, schau mal her, mein Lieber, das ist Sure 243. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Und es ist wahrlich schwer, außer für diejenigen, die Allah recht geleitet hat. Aber Allah lässt nicht zu, dass euer Glaube verloren geht. Allah ist zu den Menschen wahrlich gnädig, barmherzig. Also wir sehen hier spricht Allah. Und so haben wir euch zu einer Gemeinschaft der Mitte gemacht, damit ihr Zeugen über die Menschen seid und damit der Gesandte über euch Zeuge sei. Also jetzt, pass auf, jetzt sprich wieder. Allah, wir hatten die Gebetsrichtung, die du einhieltest, nur bestimmt, um zu wissen, wer dem Gesandten folgt und wer sich auf den Fersen umkehrt. Also hier sehen wir, dass der... Oh, okay, Aram, Redezeit ist vorbei. Aram war ein bisschen zu langsam, aber ja, egal, nicht so schlimm. So, jetzt ohne Kamera, ich habe die Quellen gezeigt. Wir haben gesehen, wie laut Ihnen Gott die Schwarzen und die Weißen erschaffen hat. Es steht kleine Ameisen, ja, alles mit Quellen, gewischt. Finde ich halt nicht schön. Das soll nicht Hass zeigen, was wir machen, sondern einfach viel Unlogik aufdecken oder viel eurer Schriften, weil ihr selbst nicht lest und hört auf zu sagen Hetzer und Hass, weil wir wollen euch zum Guten führen. Und deswegen sage ich, warum Gutes, warum sind wir überzeugt? Ich wollte eigentlich gar nicht mehr sagen, aber ich hole nur kurz aus, damit ihr überhaupt versteht, ja, warum wir Jesus als Gott sind. Im Alten Testament hat er dieselben Worte gesprochen wie Jesus. Im Alten Testament gab es 40 Propheten, große und kleine. Warum sollten wir den einen dann nur anbeten? Warum nicht alle, wenn er nur ein Prophet wäre? Warum versucht der Teufel und der Staat, Jesu Christi, in Filmen zu spotten? Das wollen wir euch sagen. Ja. Es kam ein Engel zu Mohammed und er hat das gesamte Wort Gottes in 4000 Jahren, was er gemacht hat, all die Wunder. Was macht er? Er verdreht es und spottet gegen Gottes Wort und sein Werk. Die Bibel ist ein roter Faden, der alles zur Kreuzigung erklärt und warum sie sein musste. Weil keiner das Gesetz, keiner kann die Gebote halten, in eurem ganzen Leben nicht. Und Gott ist gerecht und er musste irgendwen dafür, er wollte sich selbst dafür hingeben, weil er uns so sehr liebt. Ja?
Und ihr könnt nicht sagen, ja, ich bin ein guter Mensch und halte aber die Gesetze nicht. Ja, und dann komme ich aber trotzdem in den Himmel. Wo ist Gerechtigkeit? Und deswegen, er übernahm diese Gerechtigkeit und lebte das perfekte Leben für uns, was wir niemals schaffen können. Durch den Glauben, die Gnade. Versteht das? So, jetzt zu deinem TikTok-Rambo da oben, der wo mal da gesagt, ich beleidige nicht, ich nenne nur Bastard. Junge, der Einzige, der wo 4 Jahre nach dem Tod seines eigenen Vaters geboren wurde, ist dein eigener Prophet. Also wissen wir schon mal, wer eigentlich der Bastard ist, okay? Komm mir ja nicht so. Und das ist der Gott, den du dir rausgesucht hast, als Schwarzer. Schande über dich. Mohammed sagt sogar, wer den Mohammed Schwarze nennt, der ist ein... Der soll getötet werden. Sure 39,60 war Mohammed ein Rassist und am Tag der Auferstehung wirst du diejenigen sehen, die gegen Allah gelogen haben. Ihre Gesichter sollen geschwärzt werden. Gibt es nicht in der Hölle eine Bleibe für den Stolzen? Das steht in deinen Hadithen. Und dann kommst du mir mit deiner Dummheit an. Jamia Tirmidhi 38, überliefert von Abu Darda, der gesagt, Allah sagt, als Allah Adam erschaffen musste, hat er auf seine rechte Schulter geschlagen, davon klingen weiße Nachkommen aus. Von linke kommen schwarze Nachkömmlinge aus, als wären sie Holzkohle. Dann sagt er zu denen, die Weißen, für denen das Paradies, ich habe nichts dagegen. Und zu den anderen, den Schwarzen, für die Hölle und ich habe nichts dagegen. Und das ist der Gott, den du dir für dich ausgesucht hast? Schande über dich. Was steht in Jahiz al-Bayan al-Wakimin? Sie, die Zensch behaupten, dass Beratsamkeit von allen Menschen zu allen Zeiten geschätzt wird. Selbst die Zensch, damit sind Schwarze gemeint, halten trotz ihrer Dunkelheit, ihre grenzenlose Dummheit, ihre Stumpfheit, ihre groben Wahrnehmungen und ihren bösen Veranlagungen von langen Reden. Dann steht weiter. Sie, die Zensch, das heißt die Schwarzen, sind hässlich und missgestaltet, weil sie in einem heißen Land leben. Die Hitze überwältigt sie im Mutterleib und kräuselt ihr Haar. Dann steht weiter, ich habe gehört, dass der Apostel... Okay, Redezeit ist vorbei, weil ich habe das jetzt verkürzt auf 2 Minuten, Leute, deswegen wundert euch nicht. So, okay. Als erster bitte, Maxikin, bitte schreib mir alle Quellen auf. Von wo du das hast, alles, bitte. Es ist überhaupt kein Problem, wenn du diese Quellen hast, gib mir diese Quellen. Das ist die Jesaja-Rolle, die 7-Meter-Jesaja-Rolle auf Hebräisch, original vom Museum, die 1947-46 gefunden wurde. So, ihr sagt ja, der Name Ahmed wird hier erscheinen. Ich habe hier das hebräische Alphabet, das alte Alphabet, Entschuldigung, und das neue. Ganz kurz, wenn ich dich fragen darf, worauf möchtest du denn jetzt hinaus, also jetzt mit den Jesaja-Rollen? Ich will nur zeigen, Bruder. Ich will einfach nur was zeigen. Es geht darum, dass zum Beispiel in der Jesaja-Rolle schon der Name Ahmed, wo er im Koran, unser Prophet Mohammed s.a.w. erwähnt wurde, auch in der Jesaja-Rolle erwähnt worden ist. Und ich kann euch das alles schicken. Studiert, lernt das hebräische Alphabet. Lernt okay, ich kann dir jetzt sagen... Ich kann dir ein. Und da siehst du 42,1, Sure 42,1, der hebräische Text und der übersetzte. Und mit den Ressourcen. Sie sind die Diener von Ahmed in ihm. Und du brauchst nicht Nein sagen, weil 23 Mal kommt, sie sind die Diener von. Wenn du die hebräische Jesaja-Rolle mal genau anschaust, über 20 Propheten wurden explizit genauso benannt. Genau mit diesen hebräischen Schriften, genau so. Und sie sind die Diener von Jonas und sie sind die Diener von Punkt, Punkt, Punkt. Aber nur bei Ahmed haben sie nur Diener geschrieben. Du musst wissen, wer es gefunden hat. Es war ein Missionar. Die Kopiisten haben den Fehler ihm gemacht. Sie haben ihm das nicht mit Ahmed übersetzt. Ja. Man muss einfach nur nachschauen, Bruder. Ich werde dir aber beweisen, dass es nicht welche der Prophet ist. Welche Beweise, Bruder? Hebräische Schrift. Okay, Beweise oder so. Okay, Bruder, schau, was ich hinaus will. Max, der Prophet Mohammed wird da nicht der Prophet. Ich zeig alle Quellen. Nee, ja, bitte nenn mir alle, also warte, ich will jetzt aufschreiben, dass Bruder, du mir die komm, Quellen die heulen nennst, nach Quellen. Gib mir große Bildschirm 5 Minuten, damit nein, die alle Quellen kriegen. Nein, du sagst mir nach der Zeit, ich schreibe es mir auf, ich notiere es guck mal, mir. Warte, Max, alle Quellen. Das ist der Gott, den du dir aussuchst. Blackbird, du dich
nicht. Maxi King, wie du da heißt. Komm mal runter. Guck mal, ich sag dir nur eins. Subhanallah. Ist er noch der da? Ist er noch da? Wo ist er? Der ist aggressiv. Wo ist er? Ich weiß nicht, Bruder. Auf jeden Fall, der ist. Bruder, lass mich mal kurz mit dir reden. Lass mich mal kurz reden, weil der wird gleich. Okay. Hey, Flex! Okay. Was denkt der Typ, wer der ist, Alter? Subhanallah, ich will nur die Quellen haben, ich will alles widerlegen von denen. Die Verbote der Wahrheit. Er soll die Quellen schicken, aber er soll nicht beleidigen. Er soll Allah nicht beleidigen. Nicht beleidigen, nein. Weil das macht er die ganze Zeit. Er kann Quellen nennen, soll er so viele Quellen nennen, wie er will, aber er soll nicht beleidigen, weil wir beleidigen die auch nicht hier. Verbote der Wahrheit. Und wenn er Probleme. Flex. Verbotene Wahrheit, kannst du mir auch deinen Hand. Rede bitte jetzt mit ihm. Weil wenn der Typ wirklich ein Problem hat oder sowas, ich kann ihm gerne wirklich mit ihm treffen. Ich werde euch jetzt mal... Ganz kurz. Das geht nicht. Es ging nicht um die Quellen. Wir haben kein Problem damit. Er beleidigt uns. Leute, ganz kurz. Das mit den Jesaja, ganz ehrlich... Das muss ich jetzt komplett widerlegen und ich werde jetzt auch dazu was sagen. In dem Vers geht es nicht um die Ankündigung eines analphabetischen Propheten bei den Arabern mehr als 1300 Jahre später, sondern um die Beschreibung der geistlichen Blindheit der Menschen in Jerusalem, insbesondere ihrer religiösen Führer zur Zeit Jesajas, wenn jemand behauptet, dass hier Mohammed angekündigt wird. Ja, Von wo hast du die Widerlegung? Wer sagt diese Widerlegung? Das ist die Erklärung in Jesaja, weil du meinst, Jesaja, da wird der Mohammed prophezeit und das wird es eben nicht. Weißt du, in Hebräischen gilt als höchstpersönlich an Propheten, die haben eine Respektformel. So wie wir in Deutschen sagen, können Sie mir bitte helfen, haben die dieses Wort Din, Allahi Din, Mohammed Din, sie haben diese Formel, diese Wobble, sie haben bestimmte Regeln und Gesetze in ihrer Sprache, die hebräische Sprache. Jesaja hat hier ausdrücklich gesagt, mit dem Geist. Sie haben nämlich gesagt, Sie sind die Diener von Ahmed. Mohammed ist vor 1400 Jahren gekommen. Ne? Jetzt haben wir 1907. Ich habe das jetzt auf eine Minute eingestellt, weil ich bin fest davon überzeugt, dass viele reinkommen. Eine Minute habe ich jetzt gemacht. Guck mal, Fleck, ich will nur sagen, dieser Doktor Sheikh, da wieder wie der heißt, der kann Quellen nennen. Dagegen haben wir nichts. Aber er soll nicht beleidigen. Das geht nicht. Ne, das wollte ich schon dazu sagen. Er soll nicht beleidigen. Und wenn der Typ das nicht versteht, naja, dann kann er mir gerne seine Nummer geben, ne? Und wir können uns mal gerne mal treffen und dann können wir mal ohne TikTok mal debattieren. Dann können wir gucken, ob der noch beleidigt. Darf ich nur die sagen, also Jesaja, diese Jesaja-Rollen, wo viele sich darauf beruhen, dass Mohammed prophezeit wird. Ich habe die perfekte Erklärung dazu. Mohammed wird. Kannst du machen, Jesaja, ist alles gut, aber er soll nicht beleidigen. Keiner soll beleidigen. Das ist Fakt. Das ist schon mal ganz Fakt. Mohammed wird nicht prophezeit in Jesaja, das muss ich leider sagen. Ne? Sorry, Nafri, ja, alles gut. Ascha ist dran, eine Minute und dann. Alles gut. Und jetzt ist Ascha dran. Wir haben jetzt, jeder hat Redezeit, eine Minute ist viel einfacher. Ja, Bruder, was soll ich sagen? Ja, die Leute sind richtig heiß hier, ja, vor allem der Nafri. Der Nafri, da will der andere Bruder richtig auffressen. Aber komm runter, Nafri, bitte. Bitte, Bruder, komm runter, ja, komm down. Guck mal, der Koran sagt, Jesus Christus ist das wahre, das Wort Gottes. Also Jesus Christus ist die Wahrheit. Aber wenn wir das zu den Muslimen sagen, Jesus Christus ist die Wahrheit und das Leben, die lehnen das ab. Aber der Koran, Bruder, der Koran selber sagt das. Warum sind Muslimen so? Ich verstehe das nicht. Warum seid ihr so blind, ihr Muslimen? Der Koran sagt das sogar hier. Ich habe das. Ich glaube, ich rieche sehr viel Testosteron zwischen Nafri und Dr. Schirk. Ich glaube, wir müssen einen UFC-Kampf machen. Netflix TV. Bald in the show.
Leute, das ist so geil, ey. Oh je. Das ist Dinger, Netflix-Kampf hier. Jetzt. Doch, Jungs, liebe Leute, Nafri, ganz ehrlich, das gehört sich nicht. A, B, lieber Sheikh, tu dich auch ein bisschen mäßigen mit deinem Ton. Deine Quellen sind wirklich segensreich für die ganzen Menschen. Das ist nun mal ein Fakt. Bitte, Leute, hört auf, einander anzugreifen und persönlich zu werden. Wir lesen hier aus den Schriften, genauso wie der Gashi. Gashi hat mich angegriffen, obwohl total zu Unrecht. Ich bin kein Hassprediger, definitiv nicht. Also garantiert nicht eher du und deinesgleichen sind die Hassprediger, nicht wir. Denn wir kommen mit Quellen und eure Richtig. Religion ist nun mal Hass gegen eines jedes anders denkenden Menschen auf diesem Planeten. Das ist nun mal ein Fakt. Und das muss definitiv gesagt werden, denn das ist ja ein Fakt. Eure Schriften bezeugen das, eure So, verbotene Wahrheit ist dran. Moment. Ja, verbotene Wahrheit, ich muss dir nur ganz kurz die Zeit klauen. Und zwar, wie gesagt, viele reden immer von Jesaja. Jesaja wird in dem Vers 12, wird Mohammed angekündigt. Ich gebe euch eine ganz klare Ansage. Es geht nicht um die Ankündigung eines analphabetischen Propheten bei den Arabern mehr als 1300 Jahre später, sondern um die Beschreibung der geistlichen Blindheit der Menschen in Jerusalem, insbesondere ihrer religiösen Führer zur Zeit Jesajas. Wenn jemand aber behauptet, dass Mohammed angekündigt wird, somit bestätigt ihr, dass Mohammed blind sei. Ja, und das ist nicht der Fall. Ne? Das will ich euch nur mal klar machen. Mohammed wird in keinster Fall in der Bibel prophezeit. Jeder, der damit kommt, gibt sich selber einen Knockout, Leute. Ne? Will ich nur damit sagen. Deswegen müsst vorsichtig sein. Ja, ich nehme dich gleich dran, verbotene Wahrheit. Sorry, dass ich dir die Zeit kurz geklaut habe, aber ich wollte das nur kurz erwähnen. Ich will jetzt bitte, also zumindest Flex, von dir die Quelle deiner Widerlegung. Ich will von Ja, Jesaja, lies die Jesaja komplett durch. Warte, Bruder. Danke. Ich will von dir die Quellen von der Widerlegung. Ich will von Dr. Sheikh jede einzelne Quelle und Notiz. Das haben wir dir doch gerade eben genannt. Lies dir die komplette Jesaja durch. Ihr schreit herum, ich will sie alle nach der Reihe. Ich muss sie notieren. Wie kann ich mir das mit den Schreien und jetzt hin und her, einer redet über das, jetzt auf einmal über das. Ich will einfach nur alle Quellen haben. Ich will von dir selber die Quelle, wer das gesagt hat, die Widerlegung, wo. Weil es steht eindeutig den Ahmedin. Danach, wenn du sagst, nein, es ist ich habe eine Widerlegung, bringe sie mir mit den Quellen. Dann überprüft man, wer diese Widerlegung dargestellt hat, wo, wie und wann. Weil so kann man die Wahrheit herausfinden. Man muss einfach nachschauen. Jesaja, lest den kompletten Jesaja durch. Das reicht schon. Nein, nur Quellen. Gib mir. Das ist doch die Quelle, Jesaja. Oh Mann, ey, warum versteht er das nicht? Guck mal hier, ey. Ich habe nur eine Minute. Guck mal, was für eine Schande hier unterwegs ist. Das ist der Geist der Muslime, den ihr gerade hier gesehen habt. Nur am Drohen, am Beleidigen und das hier machen. Junge, wenn du mir gegen mein Schienbein trittst, brichst du dir deine Zahnstocherbeine. Du hast keinen Plan, mit wem du redest. Hör auf, hier auf Internet Rambo zu machen. Ich schwör's dir, ey. Ohne Witz. Nur weil du ein, zwei gute Kontakte mit Flex pflegst, heißt es nicht, dass ich hier Rücksicht nehme aufgrund deiner religiösen Gefühle, dass du hier rumheulst, wenn ich hier deine Quellen aufzähle. Und zu dir, Blackbird, ich habe alle Quellen, putz deine Ohren, am Anfang genannt. Putz deine Ohren. Am Anfang habe ich alle Quellen genannt. Putz deine Ohren. Wenn du willst, gib mir nochmal 5 Minuten und ich gehe auf alles ein. Was ist das jedes Mal, dieses Rumgeheule? Er hat meinen Prophet beleidigt. Ich habe doch nur deine Quellen zitiert. Was für ein Kindergarten, unterbelichtete Kinder. Ja, Leute, also... Erstens, ich habe nicht gesagt... Guck mal, du verstehst immer noch nicht, ne? Du verstehst es, Quelle. Du kannst deine Quelle... Ich habe dich gedroht. Hast du mir gedroht oder nicht? Ich habe dir gedroht. Will du ein Problem machen, Bruder? Wer bist du? Wer bist du, Mann? Schreib mir privat. Wer bist du? Dann schreib mir mal privat. Ich hab angefangen, Bastard, was war das?
Jetzt ruhig, alle ruhig bitte, okay? Nafri, das gehört sich nicht. Sheikh, bitte auch mit einem anderen Ton. Nafri, du hast ihn persönlich beleidigt, das ist nun mal ein Fakt. Ja, was soll ich machen, Mann? Der nennt mich Bastard, mein Vater ist nicht. Du bist ein Bastard. Und jetzt? Nafri, hör auf. Okay, Leute, ich mach's aus. Nein, komm doch, und jetzt?